Und guten Abend, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei mir im Game. Und genau, wir spielen heute Airships Conquer the Skies. Ihr seht's hier so ein bisschen unter meinem Bitboss. Witzigerweise sitzt der Bitboss genau in dem Rahmen, glaubt, wo auch mein Profil sein sollte. Genau, mein Coat of Arms. Den werde ich jetzt mal weglassen. Und stattdessen werden wir mal anfangen mit dem Spiel. Interessanterweise ist gerade gar kein Ton. Was mich ein bisschen wundert, bis vorhin, bevor ich ins Einstellungsmenü gegangen bin und nochmal in Musikeinstellungen rumgespielt habe, gab es Ton. Also gab es Musik. Wir werden mal schauen, ob es wieder anfängt. Ah ja, und was ich noch dazu sagen wollte, und das werde ich vermutlich heute Abend ein bisschen öfter sagen, weil ich will, dass es jeder sieht. I has schickes Shirt. Genau, der Entwickler von dem Spiel war nämlich so nett, hat mir ein schickes Shirt geschenkt. Dazu noch dieses Spiel. Das heißt, ich habe das jetzt tatsächlich so per Post bekommen und so. Das war dieses Paket, das ich vor gefühlt jetzt fast schon Ewigkeiten bekommen habe. Während. Nicht während dem Stream. Aber irgendwann. Irgendwann kam es auf. Irgendwie gefühlt wie in einem Stream. Egal, wir machen das tatsächlich unter Kontrolle, weil das Spiel ist ein bisschen komplexer. Genau. Das Spiel gibt es auch in Deutsch. Und eigentlich hätte ich es auch auf Deutsch lassen können, fällt mir gerade ein, weil es gibt, glaube ich, keine Sprachausgabe. Werden wir jetzt rausfinden. Genau. Ah ja, genau. Wer dieses Shirt auch haben will, das gibt es auch. Zu kaufen beim Entwickler. Das kostet. Ich glaube, aktuell waren es 33 Euro, weil dieser Goldprint da hier, also das ist so Gold und reflektierend und so Shit, das ist ziemlich fancy und das ist deswegen auch ziemlich teuer. Er versucht gerade noch ein bisschen besser, also einen günstigeren Deal herzubekommen. Aber ja, auf jeden Fall, wenn ihr es direkt haben wollt, 33 Euro, schickes Shirt. Genau, Seel. Good morning, Cadet. Glad to see you could join us. I'm Commodore Schwarzkolm. And I'm be your instructor. Over the next few lessons, I will teach you what you need to know about airships, how they operate, how to command them, their strengths and weaknesses. Shall we begin? Genau. Ah ja, und was man dazu sagen sollte, der wollte, nicht sollte, wollte. Der Entwickler ist ein Freund von mir. Das ist der David Stark aus der Schweiz. Deswegen liebe Grüße an die Schweiz von ihr aus, falls du zuschaust. Und genau, vielen, vielen Dank nochmal für Shirt und Spiel. Ich hoffe, wir werden hier ein bisschen Spaß mit haben. The ship you can see below will be your first command, the HMS Lion. Some basic information on how to navigate. You can move around using the arrow and WASD keys. You can zoom in and out with a scroll wheel and a plus button. Okay, schon, ja, genau, wir können auch schon. Oh. We shall inspect each part of your ship. So. Your ship is composed of rectangular modules. The currently highlighted module is a suspendium camera chamber. Oops. The suspendium crystal, also das hier, inside it generates lift for your ship, keeping it in the air. The chamber can be adjusted, allowing your ship to move up and down. Ja, wunderbar. Next, the propeller module produces propulsion for ship, allowing it to move back and forth. Both suspendium chambers and propellers require coal to function. This is stored here. Crew members automatically carry the coal to the modules that need it. Of course, the HMS Lion wouldn't be much of a warship without some weapons. These three cannons at the front of the ship will automatically fire any ship inside their firing arc. Here. Ammunition is stored here. Again, your crew automatically takes care of reloading weapons. As a commander, your duty is to give high-level orders and position your ship effectively. These crew quarters house a crew. You can see the info panel at the top left how many air sailors in the ship needs and has. So, irgendwo hier vermutlich dann. Genau, Minimum Crew 18. Recommended 15 und Air Sailors 12.
Das heißt, wir sind 3 unter Recommended. Das ist blöd. Das heißt, da irgendwie eine Co-Reihe so zu dritt, die ist komplett leer. So. This hatch. Ah, that's the supply hatch. A way in and out for supplies and people. You need at least one of these. This hatch is used to supply the ship with material. Depending on its size, a ship may need one or more hatches or cargo doors. Finally, this is the bridge from which the HMS line is controlled. If the bridge is destroyed or left without crew, you will be unable to issue commands to the ship, but it will keep fighting. Okay. Sized. With this quick tour of your ship complete, it is time for a simple combat situation. When you're ready, click the start button below. Dann auf in den ersten Kampf. The HMS Lion can be seen at the left and below, and to the right is a small building full of separatists. The ship is already in position for its gun to fire, and vastly outmatches its opponent. So this should be an easy fight. You may simply watch. Some basic information on how to navigate. You can move around using the arrow and the WASD keys. You can zoom in and out with the scroll wheel and the plus button. Yeah, okay. Das hat man schon. Genau, unser Schiffchen. Danach können wir ein bisschen zuschauen. Da wird Munition geholt. Und nachgefüllt. Und da wird das Schiff ordentlich zerlegt. Oh, das ist kaputt. Das ist kaputt. Excellent, we've smashed the separatist outpost. Let us continue to the next part of your training. Okay, your next command is the HMS Bear. Okay, we have here propeller, we have the serpentium, charcoal, ammunition. That's fire point. 2 massive water tanks and provide the meat since sticking fire. Oh, okay, we have noise. Genau, das ist die Brücke. Wer musst du? Warte mal, wo sind die Kanonen? Genau, to improve the ship's survivability, the bear has a fire point. 2 massive tanks of water used by the crew to fight any fires. Nicht, dass sie anzünden. That spring up during combat. Currently, the HMS Bear is unarmed. To complete this training of your part of your training, install one or several cannons. Click on the cannon in the panel on the left to select it. Here. Okay. Also wir haben mehrere Kategorien. Einmal nach Basic sortieren, einmal nach Waffen sortieren. Schön. Dann click on a grid. So, okay. Click on a grid to place the weapon. The cannon needs to be connected to the ship and have free space in front of it. Ghostly floors extend from the ship where modules can be connected to it. Okay. Das heißt hier nicht, aber hier und hier, hier, hier. Warum kannst du hier nicht? Ach so, weil hier der Boden ist. Deswegen geht auch hier nicht und hier nicht. Weil hier ist der Boden und hier ist der Boden. Okay, if you need to remove a cannon again, select remove module from the panel on the left and click on the cannon. Once you have placed the weapons to satisfaction, click start to begin the fight. Ja, da würde ich auch mal sagen, machen wir hier wieder so ein Dreierdings. Na komm, wenn wir nicht geizig sein, mehr Kanonen. Jetzt sieht es tatsächlich aus so wie so ein Bär mit so einem Kappi auf. The HMS Bear has discovered another small separatist outpost. Right now the enemy building is not within the firing arc of the ship's gun. Because it's too far up, move the ship down. Das heißt, wir müssen jetzt im Command Panel. Das hier. Nein. Ah, hier, move. Und dann hier so. Bam. Okay.
Ups. Oh, alles finito. Geburt. Defeated. Okay. Next we will learn about how to position your ship to avoid enemy fire. This is the HMS Leopard, your command for this exercise. Oh, okay. Wir haben den Propeller vorne, diesmal. The Leopard has a repair bay, which contains tools and materials that allow the crew to partially repair damaged modules during a fight. Okay, click start to begin this combat exercise. This time we have faced a more serious threat. A Republican defensive tower. Direct attack with the HMS Leopard would likely fail. But this tower has one weakness. Nearly all of its guns face in one direction. To take advantage of this, you need to reposition your ship to be outside of the tower's firing arc. Again, select a move command from the panel below. Click the flip button or hit F. And, so. Dann sagen wir so. Gut. Und drehen um. Tja. Ships move in a more or less straight line towards the target, but if they get too close to other options, they stop to avoid the ship. Whatever they said. Und guten Abend, Captain Black Tea. Heute sind wir auch Captain, aber Luftschiff-Captain. Wow! Ich glaube, wir haben da das Muni-Lager getroffen. Ups. Tja. Ach, da kommt die Körnerkissenkatze aber früh. Genau. Excellent. Using careful maneuvering, you have defeated a more powerful enemy. This is the HMS Tiger, a light warship. It's due to go up against an enemy installation armed with rifles, which are very effective against light armor. So before we go into battle, we must up-armor the HMS Tiger. Ist up-armor tatsächlich die Übersetzung von aufrüsten? Es kommt mir ein bisschen spanisch vor. Up-armor? Let's google this shit. Es tut mir leid, aber irgendwie, das klingt so falsch. Up Armor. Ich finde das im Google, also ich finde es im Urban Dictionary. Das kann irgendwie nicht richtig sein. Das Aufrüsten, Upgraden vermutlich, ne? Ja. Ich hätte jetzt spontan mal lieber eher so Aufrüsten gesagt und nicht Abarmer. Aber vielleicht ist es ein Steampunk-Begriff. Würde ich jetzt noch in die Runde werfen. Egal. Beyond modules, there are additional layers to airship construction. Armor, paint and decals. You can switch between those layers using the buttons on the left. On the panel at the left. The latter two layers are purely decorative. Right now, we want the armor layer. Select it now. Armor. Okay, das ist hier alles Holz. Mhm. Das unpraktisch. Right now, the Tiger is only protected by wooden walls, so thin they could be broken with a blade-placed punch. To survive the rifle bullets, the ship needs to have at least steel armor or even reinforced wooden armor. Select one of these armor types from the list on the left and paint the new armor onto the ship by dragging the cursor over it. Once you've completed up-armoring the ship, click start. Okay, dann machen wir hier. Ich frage mich ja, was der Unterschied zwischen Steel Wall und Steel Armor ist.
Aber gut. So. Jetzt ist das Ding natürlich sehr viel behäbiger und vermutlich sehr, sehr unbeweglicher. Aber wurscht. So. Aber wie geht's denn, Captain Black Tea? Schön, dass du da bist. Ich hoffe doch, dem Captain geht's gut. Dem Captain hier geht's auch gut. Bin voll gefressen und glücklich. Now let's see if your newly installed armor is sufficient. This time our opponent has rifles facing both directions, so there's a limited amount that we can do in terms of maneuvering. However, we are currently quite far from our target. Weapons become more accurate the shorter the range, and we are currently outside the effective range of the HMS Tiger's cannon. Move your ship closer to the enemy and navigating around the floating rocks. Floating rocks? Sind hier irgendwo fliegende Steine? Das da eventuell. Okay. Und im Hintergrund sind Heißluftballons. Hast du auch gerade gegessen? Was hast du denn Schönes gegessen? She will fly in a reasonable straight line and automatically stop if its captain thinks it's about to collide with a rock. So. So, anscheinend noch mehr. Der beweist sich noch nicht mal. Wo ist denn... Hallo, Wieson. Schön, dass du da bist. Ach, Quatsch. Was? Das ist doch unrealistisch. Du verstehst bloß die Technik hier dahinter nicht. Wir haben nämlich hier diesen Suspendium, die Suspendium Chamber, die für den Auftrieb sorgt. Das heißt, wir arbeiten gar nicht mit Helium oder so einem Scheißtrick. Oder noch schlimmer, irgendwie Wasserstoff. Oder Wasserstoff war doch das in der Hindenburg. So. Genau, ich muss aber zugeben, ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass wir keine... Kein Ballon oben dran, oder halt kein Ballon oben dran haben. Hä? Leben da noch Leute? Stimmt, da lebt noch einer. Ach, jetzt lebt er nicht mehr. Fies. Er ist in den Graben reingefallen und dann haben sie doch gedacht, so, hey, komm, den müssen wir jetzt noch nachschießen, weil der hat es ja eh noch nicht schlimm genug da unten im scheiß Graben. As you can see, the heavier armor is quite effective at protecting a ship. Of course, this comes at a price. Thicker armor is more expensive and also heavier, reducing a ship's service ceiling, the maximum height which it can reach. Genau. Kartoffel-Brokkoli-Auflauf klingt außerdem total gut. Vor allem, ich mag Brokkoli. Ich weiß nicht warum, ist irgendwie... Doch, also es ist ein sehr, sehr leckeres Gemüse, finde ich. Und Blumenkohl ist auch noch super. Putzen. Dann die Augen auspuppeln. Genau, Wasserstoff. Ja, und die Hindenburg ist ja daran ziemlich zugrunde gegangen. Ahahaha. Einfach so. Ja, ist leider abgefackelt, einer der größten Tragödien. Schon hart so.
Different weapons are best suited to different situations. Cannon can easily punch through armor, but fire slowly. Rifles are cheap and can quickly take down less armored targets. Grenades do a lot of damage, but have limited range. This is the HMS Porcupine, complete except for its armaments. Select the weapons of your choice from the panel on the left and attach them to the ship. Make sure that everything is connected properly and that you don't go over budget. As before, you can see any warning messages in the top left panel. Once you've outfitted your ship to your satisfaction, click Start. Genau, wir haben hier oben unser Budget, also 640 sind wir gerade mit unseren Teilen hier allesamt. 900, genau, und 900 ist maximal, das heißt, wir haben jetzt hier noch knapp 286, also wir haben nicht nur knapp 286, wir haben genau 286. Und genau, das heißt, wir klatschen erstmal, ich sag so, zwei Kanonen dran. Dann Rifles. Und dann Granaten. Ah, die können da gar nicht hin. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Weil da kann ich das auch flippen. Nee, ich kann das nicht flippen. Das ist total doof. Genau, das heißt, ich habe jetzt gar keine Möglichkeit mehr, irgendwie hier noch Dinge dran zu machen. Ich will jetzt irgendwie noch Rüstung dran klatschen, aber ich kann jetzt aber auch so draufmalen. Und dazu ein Auge. Und keine Ahnung. Das sieht ja doof aus. Und außerdem, warum hat er ein Fadenkreuz? Warum ist da ein Fadenkreuz auf dem Schiff? Na, warum? Das muss doch echt nicht sein. Vor allem das Fadenkreuz, das ist hier. Na? Und wenn wir jetzt genau schauen, dann ist das tatsächlich hier auf dem Coal Store. Und wenn ich mir mal überlege, dass jemand tatsächlich dieses Fadenkreuz nimmt, perfekt drauf schießt, trifft da unser Kohlelager, steckt das in Brand und dann fackeln wir ab. Also den Maler würde ich gerne erschießen für Hochverrat, weil das ist nicht okay. Das ist nicht okay. So. Kann er doch nicht machen, ey. Hochverrat, ey. So. Okay, wir greifen hier gegen den Intruder-Wal an. Titanic der Lüfte leitete das Ende der Zeppelin-Ära ein. Und der Cargo-Lift ist ja leider nichts geworden. Der Cargo-Lift? Sagt mir gerade gar nichts. Wir können hier auch mal rammen. Rammgeschwindigkeit! Ha! Volltrottel. Da hängt er jetzt da unten. Okay, die KI ist jetzt nicht die intelligenteste, außer vielleicht haben wir es tatsächlich geschafft. Ja, eventuell ist tatsächlich ihr Dings kaputt. Ihr Auftriebsmodul. Modul.
Genau, ihr Auftriebsmodul ist jetzt spätestens wirklich kaputt. Und, genau. Deswegen hängt ihr auch im Boden. Cargolifter. Ach, ist das tatsächlich nochmal irgendwie ein Unternehmen, das ein Zeppelin bauen wollte, oder was? Victory, you are on your way to becoming a fully fledged shipwright. Landships are fairly similar to airships, but instead of being held aloft by suspendium and moved by propellers, they are carried on trucks. Krasser Shit. Dass halt jemand nochmal auf die Idee kam, ein Luftschiff zu bauen, ist ja halt schon irgendwie... Weiß nicht, gefühlt absurd. Also... Die beste Idee, um Schwertransporte nicht über Autobahn zu bringen. Ja, aber... Es ist doch so gefährlich, den Scheiß in die Luft zu bringen und dann irgendwie in der Gegend rumzufahren. Fällt mir das noch okay? Ja, so, das ist schon dann mit einer intelligenteren Version von dem Gas gefüllt ist, dachte ich mir dann schon. Aber. Ja, ne? These trucks carry the HMS Lancer. Compared to airships, landships are faster and sturdier, but less flexible. Larger tracks and robotic legs are also available. Cool. As before, you may now choose the armament of your ship. Two new modules have been added under the weapons category. Flak cannons have an upward facing firing arc and require free space above them. Dorsal turrets have a wide field of fire, but require free space above and to both sides. Best to both sides. Once you have made your selection, click start to begin the fight. Okay, das heißt, das hier müssten wir so oben drauf klatschen. Ja, dann klatschen wir das so oben drauf. Zack. Dann Flakkanonen. So. And cannons. Achso, jetzt weiß ich wieder. Ja. Achso, ja. Achso, doch, ich wollte hier noch eine Flakkanone ranpacken. Und da vorne dann noch eine Kanone. Und dann hier, kann ich das Dorsal Turret? Achso, nein, das braucht freie Bewegung auch in alle Richtungen. Jo, egal, das ist trotzdem hinten drauf. Granaten, will ich Granaten? Ja, ich will Granaten. Granaten und Rifles. Sehr gut. Und, achso, jetzt sind wir slightly over budget. Okay, die Flak-Dinger sind halt echt super teuer. Die Kanone kriegen wir auch nicht mehr. Ja, ich glaube, wir müssen einfach nochmal hier auf die Flak verzichten. Dann haben wir jetzt noch 58, da kriegen wir Granaten. Rifles. Dann Granaten. So. Start. Okay, sicheres Flugzeug. Stellen wir mal das vor, ein fliegendes Krankenhaus und Rescue-Szenario Avengers, nur realistisch und ohne Turbinen. Also so ein Senkrechtstarter-Carrier wäre halt schon verfickt cool. So ist nicht. Und tatsächlich, wenn man halt so ein echtes Gebäude so langfristig in der Gegend rumfliegen könnte, das wäre dann und energieeffizient.
Ja, das wäre schon cool. Und damit wäre es gegangen. Okay, dann frage ich mich, warum es nicht mehr, warum davon nicht mehr Leute überzeugt waren. This time your ship faces off against a high altitude radar, held off by tanks of suspendium dust. Ah, okay, wir haben also doch solche Ballons. Okay. Wow. Well, shit. Unsere Dorsalkanone hat fett Schaden gemacht. Ja, also ich war auch gedacht, so, ja, schade, keine Flak. Aber ich wollte diese Kanone haben. Guck mal, ihr seid tot. Your design was successful. Next, I will teach you how to control fleets of multiple ships. Okay. You will command a small fleet of 3 Leopard-class ships. Commence combat starts with the first ship selected. So select a different ship, click on it or press tab. Okay, das heißt... das ist aber echt unpraktisch. Okay, ich hätte eigentlich gehofft, dass ich das dann nochmal einfach nochmal ändern kann, wer wohin geht. Genau, weil die sind jetzt einfach ineinander drin. Okay, dieser Block hier haut uns in der Gegend rum, das finde ich gar nicht witzig. Oh, da sind sie auch schon wieder runtergefallen. Das war's wohl im Auftrieb. Ja, natürlich, ein ganz großes Schiff wäre natürlich auch total geil. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin, dass wir ein ganz, ganz großes Schiff bekommen. So, wir haben jetzt schon mal ein größeres Schiff. Das hat jetzt auch das Budget von 1600. Und wir haben tatsächlich jetzt auch 2 Propeller, 2 Suspendium Chambers und 2-mal den Coastor. Sogar 2-mal Muni. Das heißt, wir dürfen jetzt uns mit knapp 500-600 nochmal irgendwie in Kanonen eindecken. Okay. Die Brücke ist nämlich auch noch... Doch, die Brücke ist das hier. Genau, das ist Repair Bay und... So. This is the HMS Dragon. As before, it is complete except for its armaments. This time, however, you're free to edit its design, adding and removing modules and changing the armoring. If you have a budget of 1600, keep track of your design status by looking at the information panel at the top left. Once you're satisfied with your designs, hit start. Hicks. Ah. Wir hoffen, dass es dann bald besser wird. Ich hätte gerne ein Dorsal. Das Ding ist, man kann halt echt nur einen davon bauen. Und zwar ganz oben.
einmal. So, da brauchen wir es. Obwohl, es wird so selten verwendet. Da machen halt mehrere Kanonen halt schon mehr Sinn. Oh, jetzt können wir auch Flipped Cannons haben. Shit, yeah. Also abgesehen davon, dass wir bräuchten... Wir bräuchten noch irgendwie... Structural... Oder Korridor... So, das heißt, wir können jetzt hier zwei Flipped Cannons haben. Dann... Rifle und Grenades. Und dann nochmal so eine Kanone. Fifteen recommended, 32 und wir haben 24. So, nochmal Quarters hinsetzen. Und leider haben wir nur noch 9 übrig. Das heißt, wir... Ja. Können natürlich nochmal eine Kanone vorne ranpacken. Haha! So. Kennen. So. Und Servus Rock, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei mir. Wir spielen jetzt gerade Airships Conquer the Skies. Und werden jetzt mal hier mit unserem selbstgebauten Dingemabob hier gegen Dings ausgehen. Genau, ich habe jetzt gar nicht mehr auf die Rüstung geachtet, fällt mir gerade auf. Aber wird schon gut gehen. Okay. Wir fangen direkt mal an zu brennen, das ist total gut. Treiben wir den mal zurück. Vielleicht können wir unsere anderen Kanonen auch mal schießen. Oh, ja. So. Komm, zerleg dir scheiß Schiff. Na, oh, dann vorbeigeschossen. Tschüpp. Da ist es hingefallen.
so scheint das so ein bisschen, ne? Also wir haben schon irgendwie Schaden hier bekommen. Da rauchen auch unsere Suspendium Chambers ganz schön heftig. Wir können echt froh sein, dass da dass die nicht gut gegangen sind. Unsere zwei Granatenwerfer sind auch draufgegangen, leider. Wie wir sehen. Unsere Front ist hier nicht mehr komplett. Wir können dieses Design jetzt speichern. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal. Der HMS Dragon Game Lab. Save. It's time for you to create your first ship design from scratch. In particular, you are to create a troop carrier for boarding enemy ships. Right at the bottom of the module there's a category called troops containing the barracks module. Install one or several of those in your ship design. Normal weapons are not available for this exercise. You have a limited budget of 750. Watch the info panel at the top left to fix any problems with the design. Once it's ready, just click start. Okay. Das heißt, Troops. House 8 Marines ready to board enemy ships to defend your. Okay, dann packen wir das irgendwie. Wie viele sind da drin? 8. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal ein Drittel von unserem Geld irgendwie in Leute investiert. Wir brauchen außerdem einen Coaster. Repair Base optional. Machen wir hier so einen Propeller ran. Das Suspendium Chamber ist wichtig. Die Quarters sind natürlich auch wichtig. 12. Aktuell haben wir. Commander Crew 6. Okay, aktuell geht's ja noch. Genau, den Coal Store haben wir schon. Die Brücke bräuchten wir noch. So. Und dann eine Steel Supply Hatch. Das heißt, wir haben die jetzt hier so unten dran. Okay. Damit. Die ist doch da. Geht das nicht? Irgendwie geht das nicht. Okay. Probieren wir es mal hier so unten dran zu hängen. Ich will die jetzt da haben. Und mit 600. Eigentlich sollten wir da zwei Propeller hinhängen. Damit wir schnell ins Geschehen reinkommen. Und dann. Supply. Ah, deswegen. Wir hatten zu wenig Higgs Supply. Na, dann will ich die lieber hier haben, die Höcker. Das sieht ja hier doof aus. So, 711, würde sagen, hat funktioniert. Wir könnten jetzt noch schauen, ob wir irgendwie das aufrüsten. Machen wir so Steel Armor drauf. Können wir uns gar nicht leisten. Na, wir haben jetzt noch 39 Geld und wir haben jetzt hier 2, 4, 6... 8 mal 4, 8 mal 4 sind 32, plus 6 sind 38 und 38, das heißt, ich dürfte nicht mal mehr die Wooden Armor drauf tun. Achso, ne, die Wooden Armor ist schon drauf. Das heißt, ja, wenn irgendwas 3 kosten würde, dann geht's, aber es geht wohl nicht. Okay. Wir können mal kurz schauen. Wir wollen diesen Teil eigentlich sichern.
Das heißt, können wir das... Nein, das können wir auch nicht mit Shell Armor. Na, nehmen wir mal die Steel Armor. So. Das heißt, wenigstens sind sie mal zum Teil gesichert. Okay. Dann schauen wir mal, wie es funktioniert. Nehmen wir das hier. Your Marines can now board the enemy ship. To do so, first select the board tool from the panel below and click on the enemy ship to select it as a boarding target. When the ship is ready for your next command, move it to be very close to and slightly above this enemy ship so that the Marines can jump over. So. Machen wir mal weiter und schauen mal, was das so kann. Genau, die sind alle irgendwie bereit. Hoppala. Gerammt. Was? Was? Oh. Wir waren... Wir wurden vernichtet? Warum denn das? So. Okay, wir haben auf Boarding gestellt. So, ha. Ist runtergesprungen. Alle boarden. Ah, jetzt haben es auch alle geschafft. Schön. Nicht nur der eine. Ach, die hübsche Pixelgrafik. So. Yay! Successfully captured! You've successfully captured the enemy ship. Captured ships can fight for your side if they have enough marines to man the guns. Save the design. So, hier, bitteschön. In der GL Edition. Oh, it's time for your finals. There's a large enemy warship awaits you and you must construct a ship to defeat it. You have a budget of 2000. More modules have been enabled for your use. Und aktuell, ohne alles, ist das Service Ceiling minus 2 Meter. Das heißt, wir können nicht mal auf dem Boden, sondern wir können unterm Boden gerade mal fahren. Okay. Also. Okay, und wir können irgendwelche Kiele installieren, um das ganze Schiff ein bisschen besser zu machen. So, dann fangen wir doch hier an mit dem Coal Store. Der muss zum Suspendium Chamber und Propeller. Das heißt, Suspendium Chamber und Propeller. Haben wir einmal hier. Und einmal hier. Machen wir zwei draus. Die Quarters mal dazwischen packen. So, und ich glaube, dann können wir eigentlich fast schon anfangen. Wir können noch kurz die Brücke reinbauen. Brücke. So. Und dann können wir eigentlich fast schon anfangen. Crow's Nest. Oh. Das muss oben drauf. Okay. Das einzige Problem ist, wir können dann keine von dem, wir können kein Dorsal Turret draufsetzen, wenn wir ein Crow Nest wollen. Ja, kannst du haben. Also es ist, was kostet das? Ich weiß gar nicht mehr. Ich schau kurz mal nach. Bei der Besucher ist es auch nicht. Auf jeden Fall weiß ich, es ist halt ein ziemlich cooles Schiff. Spiel. Kostet 15 Euro.
Und du weißt doch, das ist meine Aufgabe, euch das zu versüßen, dass ihr es kaufen wollt. So, nee, okay, ich mach mal hier irgendwie Crow's Nest. Das klingt eigentlich witzig. Und dann wollen wir jetzt eine Front voll Kanonen. Und wir schauen gleich, dass wir das auch hinkriegen. So, das heißt, wir brauchen nämlich einmal den Ammo Store. Oh shit. Dann packen wir den hier so unten dran. Ich weiß. Das weiß ich, das weiß ich. So, Quartes brauchen wir jetzt mehr davon. Das ist natürlich unpraktisch. So, das heißt, die Quartes packen wir hier so drauf. So, aktuell haben wir 36 Air Sailors. Recommended sind 24. Achso, da können wir es nicht hinsetzen. Ich glaube, wir müssen so Crownest nochmal ein bisschen höher setzen. Warte, wir bauen erstmal Kanonen und dann schauen wir weiter. Recommended Crew ist jetzt bei 37 und wir haben 36. So, Ammo Store kriegen wir auch nochmal hier oben hin. Okay, funktioniert. Wir haben noch 300 übrig. Wir könnten nochmal so einen Propeller hinklatschen. Oder wir könnten so einen Kiel ranklatschen, um tatsächlich das Ganze etwas irgendwie erinnert es mich jetzt an das eine Star Wars Ship. Genau, eigentlich bräuchte ich auch noch ein paar Granaten. Und ein paar von den Rifles. So, ich glaube so langsam. Okay, wir haben nicht mehr genügend Lift. Service Ceiling ist gerade minus 32. Service Ceiling ist 27. Shit. Okay, wir können jetzt wieder auf 83 Meter steigen. Und jetzt sind wir mit 200 Zimmer drüber. Das ist schlecht. Genau, Recommended Crew sind wir jetzt mittlerweile bei 47. Das heißt, wir müssen ein paar Kanonen. Komm hier. Loswerden. Ist immer noch nicht genug. Schlecht. ...44 Meter ist eigentlich auch okay, oder? So. So. Dann wollte ich noch unter. Genau, einmal Granate, einmal Rifle. Und Korridor. Dann kann man das. Achso, nein, der Korridor war wichtig.
Und dann ist es Crow's Nest. Packen wir hier so drauf. Und jetzt müssen wir noch Supplied anpacken. Und zwar gar nicht mal so wenig. Recommended Crew ist 39, wir haben 36 Leute, das ist okay, glaube ich. Supply. Wo war denn die Hatch? Wo war die Hatch? Resources. Steel Supply Hatch, genau. So, das heißt 1, 2. Okay. Wir haben jetzt aber noch 100 übrig. Aber 39 Meter ist halt schon echt nicht so hoch. Wenn wir noch irgendwo 70 einsparen können. Da geht noch was, ne? Da muss doch eigentlich noch was gehen. Okay, wir könnten eigentlich mal einen Firepoint reinbauen, damit uns das Scheißding nicht gleich abfackelt. Das wäre mal so eine Idee. Und ja, ne? So, eine Repair Bay. Wir haben eine Repair Bay und irgendwie so ein Firepoint. Damit uns das ganze Ding nicht direkt so abfackelt, wenn irgendwie schief läuft. So, wir haben noch 27 offen. 27, das kriegen wir da. Kriegen wir mal ein Crow's Nest, nochmal eine Brücke. Aber eine Brücke brauchen wir nicht. Obwohl. Zwei Brücken, bestimmt witzig. Fährt die eine aus und die andere weitermachen. Aber irgendwie gefühlt ist das ja auch nicht so. Wir könnten. Recommended Crew ist halt jetzt schon 43. Und wir haben nur 36. Warte, kriegen wir da nochmal Quarters? Nee, das sind 46. Blöd. Wenn wir die nochmal hier irgendwo hinpacken, sind wir 19 drüber. 19 drüber. Was kostet nochmal eine Kanone? Das heißt, dann wären wir, hätten wir wieder 60 frei. Was machen wir mit 60? Wir können witzig Rüstung verteilen. Ja? So. So, dann machen wir jetzt genau mal das noch weg und dann machen wir den Kiel unten wieder ran. Ne, Structural. Large Kiel. Was kann der Small Kiel eigentlich? Kann er nix. Aber wird besser hier dran passen. Egal. Wir packen da den großen Kiel ran. So. Backups. Genau. Scheiß auf Backups. So, und jetzt packen wir hier irgendwie witzig so Stahlwände ran. Steel Armor. Wo musst du den überhaupt packen? Also irgendwie. Hier wäre vermutlich gut. Da wäre gut. Ah, shit, drüber. okay, dann hier nur die Wooden Armor. Dankeschön. Brick Wall. Ah, witzig. Okay, das heißt, wir wiegen knapp 4000. Lift haben wir 4000, deswegen ist Service Dealing auch bei 27 Metern. Wir kratzen halt voll am Boden. So gut. Shit. Shit. Wir werden das jetzt einfach ausprobieren. So, drauf geschissen. Wir machen das jetzt, so.
Genau, wir müssen eh nur die scheiß Tanks hier runterknallen. Nein, scheiße. Er hat rausgefunden, wie er mich überlisten kann. Er muss einfach nur hochfliegen, damit ich ihn nicht mehr beschießen kann. Verflucht. Nein. Er hat eine zweite Suspendium Chamber getroffen. Komm, triff doch den Lump. Hier, komm. Genau, wir liegen jetzt einfach auf Grund, weil unsere Suspendium Chamber, die kann nichts mehr. Unsere Service Ceiling ist irgendwo gerade auf dem Nullniveau. Ah, wie geil, ey. Weißt du, ich glaube, wir hätten echt mehr Chancen, wenn wir halt unten Tracks dran gepackt hätten. Oh, 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 wir kriegen ein bisschen von hinten. Komm, zeig dich. Irgendwie kann das sein, dass wir keine Kanonen von dem irgendwie einschlafen oder so. Der hat keine Kanonen mehr. Der brennt innerlich. Oh ja, wir haben bessere Chancen. Er sinkt. Oh ja, wir können auch sein Tank treffen. Wunderbar. Jetzt kommt er in Reichweite der Kanonen und dann legen sie los. Rabatz, Rabatz, Rabatz. Oh shit, wir brennen. Ah, okay. Da hat er nämlich jetzt auch wieder irgendwie die Möglichkeit, uns anzuziehen, weil seine Kanonen jetzt wieder bei uns sind. Okay, cool. Aber unser Waterpoint, Gott sei Dank haben wir den mitgebracht, der sorgt nochmal dafür, dass wir hier nicht abkommen. Oh, wir haben kaum noch Blumen. So geil! Bestes Schiff, ey! Bestes Schiff! Oh, ey, wie geil. Ja, das Design, das speichern wir. HMS Phalanx GL Edition. Klammern, Fail. GL Fail Edition, sagen wir es mal so. Weil es war jetzt schon arg. Aber geil, es hat wirklich Spaß gemacht. Genau, man kann das auch im Multiplayer spielen, also so im Online-Multiplayer. Man kann es auch LAN spielen. Was auch total gut ist. Du meinst, ich soll es The Stone nennen und nicht The Rock, weil ich sonst verklagt werde und zu niedergeseased und assist werde. Und das Coole ist, das, was ja am meisten Spaß macht, also zumindest mir jetzt gerade am meisten Spaß gemacht hat, ist ja einfach hier das Bauen. Und dann kämpfen. Und das heißt, du kannst einfach jetzt, also es gibt einfach nur diesen Modus, Design and Edit, einfach so mal hier. Das heißt, ich kann mir einen scheiß Landship bauen, aus allem, was ich will, und da habe ich kein Limit. Wie groß ist das? Warte mal, ich schau mal kurz. Ich glaube nicht groß. Warte, Properties, Local Files, das ist ein halbes Gigabyte. Halbes Gigabyte, nicht mehr. Und, genau. Und. So. Was? Ich kann daraus ein Trägerschiff machen. Und ich kann Flugzeuge draufklatschen. Flugzeuge. Super geil. Okay, ich glaube, wir müssen uns aber, wenn wir da ein Schiff jetzt bauen, dann müssen wir aber irgendwie so ein Budget festlegen. Sagen wir so, okay, wir machen irgendwie 10.000, 100.000, I don't care. Irgendwas in der Richtung.
Shit. So, okay, warte mal. Jetzt muss ich aber erstmal rausfinden. Okay, wir haben auch Acid Spitter, Aerial Torpedo. Wir können Bomben droppen. Wir haben eine Deck Gun. Also, Deck Gun. Genau, die liegt dann frei, ist halt oben und kann halt in alle Richtungen schießen. Wir haben die Möglichkeit, Flammenwerfer dran zu packen. Wir können eine Ramme vorne dran packen. Gatling Gun, Grapeshot Cannons, Harpoon, Heavy Cannons, die nochmal doppelt so hoch ist. Spider Bay. These mechanized terrors can tear apart enemy crews with ease, but are to simply defend or take over ships. Air Dragoon Barracks. House of three Air Dragoons. Boarding tubes equipped with suspension backpacks. Voll gut. Voll gut, ey. Große Cargo Doors. Machine Shop. Propulsion, large legs, large tracks, spider legs. Shit. Okay, so, fangen wir mal hier an. So. Große Basis. Gerne, Bison. Freue mich drauf. Wir müssen nur noch überlegen, was wir so als, uns als Limit setzen. Oder ob wir uns ein Limit setzen wollen. Also wir sollten uns schon ein Limit setzen. Vermutlich so, weil... Okay, das ist die Basis an Beinen. Und das ist einmal Crew Quarters. Okay, fuck yeah. Warte, ich schau jetzt mal einfach. Wir können mal kurz speichern. Death Rattle, meinetwegen. So, leave. Und, quit. Nein, cancel. Achso, hier, warte. Multiplayer. Online Multiplayer. Hä? Create Game. Ah, und cool. Okay, das ist dann vermutlich die Dings. Also wir 10.000 oder 20.000 zum Beispiel. A combo is dislarge may cause a problem. Achso, nein, sind das Schiffe? Das sind Schiffe. Das heißt, wir können sagen, 10.000 Schiffe können an der Schlacht teilnehmen? Bist du blöd ernsthaft? Meinst du das jetzt ernsthaft? Warte mal. Nein, okay, das ist tatsächlich das Budget, okay. Okay. Okay, das ist Gesamtkapital. Ich dachte schon, ey. Ich,
Das wäre schon hart gewesen. Okay, wenn ich jetzt ready mache, dann... Okay, dann muss vermutlich halt irgendwer noch was anderes machen. Okay. Ich hätte auch Buildings setzen können. Warte, das will ich jetzt sehen. So, Great Game. Nee, Quatsch. Cancel, add building. Okay. Okay, ich kann hier einige Türme hinsetzen. Witzig. Okay, also wir, dann sag ich mal 10.000. Und Bison, komm doch am besten in den Discord. Dann können wir, während wir bauen, reden. Das fände ich witzig jedenfalls. Discord ist hängen geblieben? Ah, Discord ist hängen geblieben. So. Und dann schauen wir uns doch mal genau, zurück. Okay. Die Frage ist, wollen wir ein... So, das klären wir dann gleich mit Bison. Was? Hallo. Warte mal kurz. Irgendwie... Warte mal. Ich habe hier irgendwas... Ist seltsam. Red nochmal was. Hamster. Ah, aus irgendeinem Grund hat plötzlich gemeint, dass mein Audio über mein Bildschirm rauskommen soll. Yay, Screen. You are being monitored. Wunderbar. Genau, und Servus. Schön, dass du da bist. Hi. Genau, Frage, wollen wir dann Airships oder Landships bauen oder ist wurscht? Eigentlich wurscht. Ich werde ein Airship bauen, also was du verlieren willst, ist ja deine Sache. Da wird der jetzt aber schon großkotzig. Ich habe ja gerade das Tutorial gesehen. Genau, das ist gut, dass du wenigstens auch mit dabei warst, das heißt, es ist jetzt nicht so... Also zumindest die letzten paar Schlachten. Tja, wird schon. So. Ich höre dich gerade nicht so gut, weil ich muss leiser machen, aber das Ding ist noch im Ladebildschirm. Mhm. Sehr laut. Okay, dann sagen wir mal 10.000 wollen wir uns nehmen. Ach, besser. Und... Ich bin ja echt schon gespannt. Jetzt schon bei 1,5. Warte mal, wie breit ist denn das Ding eigentlich? Das sind 2, 4, 6, 8, 10. Und die Base ist nicht 10. Die sind 12.
Das heißt 30 auf 12. Müsste ich irgendwo in der Mitte anfangen. Multiplayer. Ja, Multiplayer kannst du nicht bauen. Du musst erst vorher in den Design, in den Design-Mode gehen und dort bauen. Wie viel haben wir gesagt? 10.000. 10.000, okay, das krieg ich hin. Genau. Ich bekämpfe dich mit einem Baum. So. USS Make Shit Up. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich mache. Das ist immer beste Voraussetzung. Absolut beste. Okay, das... Das einzige Problem ist jetzt eigentlich... Oh nein, oh. Oh cool, man kann mit Rechtsklick Sachen löschen. Ah, gut zu wischen. Oh, ich habe das bei dir eben gesehen, dass du immer auf den Dings geklickt hast. Deshalb dachte ich, dass ich gleich einen... Nein, warte, ich verrate dir meine streng geheime Militärstrategie. Tja, zu spät. Schon eingesetzt. Warte mal, ich muss dich aber lauter drehen, du bist total leise. So, sag mal noch was. Sag noch mal was. Ich bin hier. Ah, wunderbar. Jetzt bist du laut. Hamster? War irgendwas noch kaputt? So. Ich habe gerade erst 1000 verbraucht. Was mache ich mit dem ganzen Geld? Mein Problem ist ja... Wenn ich jetzt... Ich bin ja jetzt hier so unten. Ja. Und wie komme ich hoch zu dir? Oder ist ja, wie verteile ich denn gescheit hier Dinge, dass ich dich erwische? Das ist, ich darf gar nicht in deinen Stream gucken. Ich darf ja gar nicht wissen, was du baust. Ja. Muss ich noch einen Screen? Eigentlich müsste ich jetzt auch anfangen zu streamen. Eigentlich ja. Aber meine Internetleitung ist 14.000. Das hört sich scheiße an. Ich bin froh, dass Audio funktioniert. Dieses Modul löst ein Problem mit dem Design. Das ist schon mal gut. Ja, diese Versorgungsluke. Mhm. Du brauchst nur genug davon. Da steht, du brauchst mindestens eine, das reicht ja wohl. So. Riesenkiel. Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich mache, echt so eine gute Idee ist. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was ich hier baue. So. Oh, das wird... Das wird spannend. Vermutlich muss ich Dinge nochmal löschen. Das Problem kenne ich gerade. Das Ding ist, ich bin auch gerade bei 30... 1000. Nee, bei 30 Crew irgendwas bloß. Also total... Also... Total lächerlich eigentlich. Ich habe für 120... Crew ist noch gut, danke für den Tipp. Das habe ich ganz vergessen.
Ja, das soll es tatsächlich einbauen. Ich habe gerade irgendwie für 120 geplant, aber irgendwie so realistisch. So, Korridor. Pepe. Eventuell brauche ich gar nicht, muss ich gar nicht so hoch bauen. Es gibt einen Feuerleitrechner. Stimmt, hier der Targeting-PC, ne? Computer. Ja, ich hab Deutsch. Hm. Eine Suche wäre hier drin gut. Ja, ja. Vermisse ich ja schon. Und servus Mutan, schön, dass du da bist. Ich glaube, dass ich tatsächlich Konstruktionsfehler gemacht habe. Ich muss. So. Okay, warte mal. Wo sind denn die Quarters? Quarters, Quarters, Quarters. Da ist Quarters. Das hier muss alles. Bisschen reduziert werden. Dann den Cold Store. Ich muss das alles ein bisschen enger beieinander bauen. So. Und dann die Spinnbeine. Das machen wir hier so hin. Und dann wird das vielleicht auch nochmal was. Oh ja, das ist ja großartig. Mhm. Ja, ne, ich hab nur Dinge gebaut. Oh, so viele Waffen. Schon so, ne? Was ist eine Traubenhagelkanone? Grapeshot. Ist halt dieser Kugelhagel. Ich weiß nicht, ob es im Deutsch auch Grapeshot heißt. Eine Traubenhagelkanone. Ich glaube, ich muss mit dem Menschen nochmal so über gute Übersetzung reden. Ja, da besteht so ein bisschen Verbesserungsbedarf. Aber hab schon Schlimmeres gesehen. Also. Ja. Ja, Schlimmeres geht immer, aber. Ne? Ja. So. Das Problem ist, auch meine Waffenplattform will. Gibt es eigentlich gar nicht so her, wie ich gerne hätte. Weil dieses Luftgerichtete ist wirklich schwierig, das irgendwie alles unter ein Dach zu bekommen. Ach so, ja, das muss da sein. Okay. Zumindest sind Dinge alphabetisch sortiert, das macht es doch. Das ist okay, also das ist sehr gut. Ja.
So. Ah, wenn man rechtsklickt, dann wird das zu dem, was man gerade gelöscht hat. Das ist auch nicht. Also, das ist okay. Ja, das ist cool. Well, shit. Was hast du getan? Will ich nachgucken? Nee. Nee. So. Ich speichere das mal. Ich bin nämlich jetzt erst gerade bei 4000. Das ist ein bisschen weird. 2000. So. Ich glaube, jetzt klatsche ich einfach alles noch mit Dragonhide Armor zu. Also, was ich definitiv nicht machen werde, ist irgendwas Eroberungsmäßiges bauen. Also ja, ist auch nicht. Keine Marines. Weil. Pff. Ja, weil halt. Wäre langweilig. Ja. Voll uncool. So. Coole Tipps erobern nichts. Ich habe alles auf Dragonhide Armor getan. Ich war ja gerade eben bei 4000, jetzt bin ich bei 7,5. Oh, das klingt teuer. Ja, das ist ein bisschen teuer. Gerund, das ist teuer. Ich glaube, ich teste einfach mal dieses Ding hier. Das wird vermutlich total schief gehen. Aber egal. Ich bin jetzt sehr neugierig, was du gebaut hast. Ich will ja nicht unfair nachgucken, damit ich jetzt. Weil what has been seen cannot be unseen. Yes, I know. So. So, jetzt habe ich auch nochmal auf 8000 verbessert. Schwere Kanone. Nom. Stimmt, ich könnte das ja noch. Bisschen könnte ich das noch verbessern, dass ich mehr Geld ausgebe. Okay, jetzt bin ich bei 8000, also knapp 7. Quatsch, 9 meine ich. So. Dann muss ich Supply technisch nochmal nach. So. Und dann nochmal Dragonhide. Ah, da kann ich gar keine Dragonhide draufklatschen. Hm, blöd. Ich glaube dann. Grand Tor, Dock, Brandschutztür. Wo ist denn Munition? Ich finde die gerade nicht. Munition? Die findest du unter Ressourcen. Ah, ja, macht Sinn, danke. Kein Ding. Bin ja echt gespannt. Ich auch. Ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr schlimm. Also ich glaube, es wird sehr, sehr schlimm für mich eigentlich. Ich glaube, es wird schlimmer für mich, weil du hast zumindest das Tutorial auch gespielt. Ja, Pipifix. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich hänge einfach jetzt hinten dran einen Schwanz aus kleinen Kielen dran, um einfach... Ein bisschen Geld zu ver- Oh, verdammt, jetzt bin ich bei 1008. Ich bin gerade mal bei, also 3. Bei, ich meine bei 10.008. Verdammt, jetzt muss ich die $8 loswerden. Mach einfach eine Panzerplatte weg. Ja, ja, damit du das meine Achillesferse ist. Ich sehe schon. Wie heißt das Ding? Siegfried, der Drachentöter, hat doch diese Stelle da. Ja, ja. War der das? So, okay, ich habe jetzt tatsächlich auf 10.000. So, und ich werde das jetzt natürlich erstmal hier testen, wenn du noch weiter baust. Tue er das? Genau. Add Airship. Achso, nein. Wir machen ja schon ein bisschen diese Airship-Sorgen, von denen du da redest. Ich kann gar nicht genug Flak auf dieses Ding bauen, glaube ich.
So. Stop placing. Und, Deck. Auf Deck gibt es genug Platz, dass sich Matrosen sehr schnell fortbewegen können. Es bietet aber keinen Schutz. Ne, das brauchen wir nicht. Okay, ich denke, das könnte gut werden. Achso, nein, das checkt mich da nicht hin. Das war mein Fail-Schiff. Oh ja, ich würde gerne gegen deinen Fail-Whale kämpfen. Der war halt echt schlimm, ey. Der war schon großartig. Hey, das Ding war echt gut. Es hat es geschafft, oder? Also bitte. Ja, kein, also, ne? Muss man erstmal machen. So. Ich muss gleich Fail-Whale bauen. Okay. Eventuell bräuchte ich mehr Kohle. Wo sieht man das? Oben links auf dem Panel steht, wie viel Kohle du hast. Aber woher weiß ich, wie viel ich... Gibt's keine empfohlene... Ich muss zugeben, das ist tatsächlich auch noch nicht, was ich rausgefunden habe. Ich höre dich nicht mehr. Ich muss mal kurz das Spiel leiser drehen. Ja, das habe ich eben auch gehabt. Ich habe ein Kohle reicht für einen Betrieb. Also einmal Propeller und einmal Auftriebsdings. Habe ich mir jetzt so überlegt. Es hat zu reichen. Ja, vermutlich ist einmal Kohle pro Antrieb irgendwie gar nicht mal so eine Scheißidee. Und dann hast du auch einen pro Auftrieb. Also, wissen schon. Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was. Ich muss das jetzt. Stimmt, ich wollte Matrosen bauen. Schiete. Oh, der Drecksack hat mir meinen vorderen Teil weggeknallt. Denk dran, nur weil der dich fertig macht, heißt das nicht, dass ich das hinkriege. Ja, er ist mir halt. Oh. Hatten wir quasi weggerammt. Und alles brennt. Habe ich kein Wasser reingepackt? Oh doch, habe Wasser reingepackt. Da kommt das Wasser auch schon. Ich habe eine empfohlene Crew von 73. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was es bei mir ist. Ich versuch das gerade also eigentlich besteht das Ding fast nur noch aus Matrosen. Ich hätte ja am Anfang auch die Maximalsanzahl von 120. Einfach draufgeklatscht. Okay, jetzt habe ich mehr Crew. Mal gucken, wie lange. Ich habe nämlich noch fast keine Bewaffnung. Das ist schlecht. Wie viel Geld hast du denn ausgegeben bisher? Ich bin erst bei 4. Also da geht noch was. Oh genau, Auftrieb sollte ich vielleicht überprüfen. Ja, Auftrieb ist ein Ding, das du überprüfen solltest. Dienstgipfelhöhe 25 Meter. Genau, das ist das. Ja, 27, wie viel Meter? 25 Meter jetzt noch. Das sind 2 Meter unter dem, was ich vorhin mit meinem Fail Whale hatte. Ja, ich glaube, ich brauche mehr. Ich weiß nicht, was du brauchst, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht gut, was ich hier mache. Ach, wird witzig. Ich sehe keine Möglichkeit, wie das nicht witzig ausgehen kann. Antrieb, Auftrieb.
Oh, oh mein Gott. Okay, ich glaube, ich brauche eventuell mehr Kohle. Es gibt eine große Suspensionskammer, die muss aber nach oben offen sein. Oh, okay. Also offen. Das ist das Ding. So ist das mit dem Todesstern entstanden. Ja, ich hab gewonnen. Was? Du hast, wie heißen die, Rot 1 gebaut? Nee, ich hab hier HMS Belial viermal hingestellt. Die waren halt so bei knapp 3000 irgendwas. Das heißt, ich hab gerade gegen 12.000 Equipment quasi gewonnen. Mit meinem Dings da. Hihi. Okay, das ist witzig, das Ding. Ich schau mir das nochmal an und ich schau mal, ob ich es noch ein bisschen verbessere. Scheiße. Muss ich so ein Suspendium-Tank bauen? Nein, du brauchst nur die bei Propulsion. Achso, warte. So. Bei Propulsion, da hast du doch diese Suspendium-Chamber. Ne? Ja. Und die brauchst du. Die brauchst du für den Auftrieb. Warte, was von... Weil es gibt also diese Kristalle, aber da gibt es auch Kammer, also Tanks zu. Tanks? Wo sind die Tanks? Ich sehe die gerade gar nicht. Achso, bei Lift. Bei okay. Auftrieb. Okay, die Large Suspendium Tanks. Nee, die brauchst du nicht, aber das kannst du auch machen. Nee, da steht nichts Gutes dran. Da steht dran, dieser riesige Suspendium-Tank ist eine sehr effiziente, aber eher fragile Antriebsquelle. Ja. Aber Auftriebquelle, Entschuldigung. Auftriebquelle 2200 und die Large Suspendium Chamber macht 5000, kostet aber 300, dafür kostet der Dust Tank halt 80. Ich weiß jetzt, was das ist. Das sind diese Luft. Genau, das sind diese Ballons. Die Ballons, ja, die. Nein, geht weg. Nicht. Die kann man wunderbar schnell runterballern. Die waren so sehr Hindenburg, so, das muss nicht. Da ja. Wissen wir, dass das nicht klappt. Das war schon sehr hindenburgisch. Das war sehr Hindenburg. So, So von der Leistung her. Oh Gott, hey, bleib weg. Bleib bloß weg. Du hast dieselbe Fong-Allergie wie Juji, sehr gut. Ja, dieses Fong-Gedödel kann mir voll wegbleiben. So, brauche ich denn überhaupt so viel? Kann Fong wegbleiben? Hey du, ich komme gleich durch die Leitung und klatsch dir eine. Okay. Shit, ich glaube, ich brauche mehr Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ja, ich brauche, glaube ich, auch mehr Kohle. Wie hoch komme ich denn jetzt? Kriege ich ihn denn noch hoch? Das ist eine Frage, die stellen sich in deinem Alter auch schon viele Leute. Ich kriege ihn auf 110 Meter. Das ist schon eine Leistung, dass du da nicht umfällst, meine Herren. Tja, der eine hat's, der andere nicht. Der andere hat den Blutdruck, den hohen, dass es auch klappt. Ja. So. Hab heute von Irsi gelernt, dass Viagra wohl immer noch verschreibungspflichtig ist. Ach was? Ja. Deswegen kaufen das alle im Internet. Ja, ansonsten würde ja dieser Scam nicht funktionieren, oder? Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott, oh fucking hell. Daran habe ich nicht gedacht. Das macht erstaunlich viel Sinn. Weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Leute sich schämen dafür, dass sie jetzt keinen hochkriegen, dass sie dafür nicht zum Arzt gehen würden und sich dort verschreiben lassen. Ich glaube eher, das hat was mit Vergnügen zu tun. Naja, Vergnügen in Anführungszeichen. So, jetzt muss ich irgendwie hier nochmal Kohle reinbekommen. Das ist danke für den Hinweis, das fehlt mir nämlich auch noch. Obwohl, okay, braucht das gar nicht, das ist ja nur der Antrieb. Los, klappt schon, irgendwie, hoffe ich. Vielleicht sollte ich das panzern. Sieht gefährlich aus. Ja, ich glaube, die Panzerung hat gerade bei mir doch echt viel gerissen. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube... Das Fiese ist, du hast das jetzt getestet, ich habe das immer noch keine Chance gehabt, diesen Müll hier zu testen, den ich gebaut habe. Darfst du ruhig mal tun, wenn du magst. Ach Quatsch, ich muss das nicht testen.
Oh, 20. I don't über. Test my ships, but when I do in war. Klingt gut, klingt gut. So. Und irgendwo muss ich jetzt noch kurz an der Rüstung sparen. Genau. Lufttorpedo. Jetzt kann ich sogar noch zwei drauf klatschen. Warte mal, wo ist denn dieses Ding nochmal? Maschinengewehr. Was? Warum man. Achso, da kostet, steht 3 dran. Okay, ja, dann ist klar. Raketen. Oh, die ist groß. Okay. Wer braucht schon Gewehre, wenn er Raketen haben kann? Okay. Warum habe ich. Das Ding müsste eigentlich Dragon heißen, verflucht nochmal. So. Und ich muss zugeben, ich bin ein bisschen erstaunt, dass vorhin mein Dings ein bisschen zusammengeklappt ist. Max Carry Weight 75.000. Gewicht 13.000. Wir hatten 10 gesagt, ne? Ja. Ich bin erst bei 5. Dann schmeiß noch Rüstung drauf und ich glaube, dann bist du bei 10. Oh mein Gott, Brandschutztüren sind auch. Hier, wer heißt das? Korridore. Ah, okay, praktisch. Das heißt, ich kann damit tatsächlich diesen Haufen Müll beschützen. Abschotten? Ja, weil ich habe das Gefühl, das ist eine echt schlechte Idee, was ich hier gebaut habe. Wir werden es gleich sehen. Ich befürchte das ist ja mein Problem. Na, die Hälfte kann ich nicht wegmachen, weil ich die Räume verbunden habe. Was soll's. So. Geons GameLab Dragon Carrier ist bereit. Ich muss jetzt, glaube ich, noch was das Ding zusammen tackern. Gib mir noch eine Sekunde. Dann baue ich jetzt. Ich muss irgendwie den Hohlraum füllen, den ich hier provoziert habe. Hohlraum hört sich nicht so wirklich gut an. Ja, ich hatte halt eine Idee und das sieht gar nicht so. Also doch, es sieht eigentlich. Eigentlich sieht es aus, als das sollte man nicht bauen, so. So. Okay. Cool. Gut, damit habe ich richtig viel Lift. Ich bin schon auf 63 Meter wieder runter bei dem Zeug, das ich jetzt drauf geknallt habe. Oh, warte mal, das sind. Oh, okay, die muss ich ganz unten dran klatschen. Achso, ja, so ungefähr. Es gibt Segel. Ja. Voll gut. Die habe ich jetzt noch nicht versucht aufzusetzen. Warte mal, brauchen die hier dann eigentlich auch Kohle? Okay. Ah ja, steht übrigens dran. Requires a unit of coal every 20 seconds zum Beispiel. Und beim Propeller irgendwie alle 30 Sekunden. Und so ein Coal Store hat. Einheit Kohle. Oh mein Gott! Groß, oh mein Gott. Benötigt Einheit Kohle alle 10 Sekunden. Oh, oh shit, ich habe nicht genug Kohle. Das Ding bleibt vielleicht 2 Minuten in der Luft mit dem Ding. Das ist kein Problem, wenn ich dich vorher kaputt mache. Also ich sehe jetzt keinen. So rein prinzipiell, ne? Ja. Genau, jetzt rein prinzipiell kannst du die ausrechnen. Bisschen schade, dass es nicht dran steht, eh schon dran steht, was denn die. Ja, wie lange es fliegen kann. Das wäre halt schon gut. Ne? Warte, wo steht denn. Genau, steht bei mir gerade zum Beispiel dran, Coal 64, aber nicht, wie viel es brauchen würde pro Sekunde. Und das ist halt schon schade. Das könnt ihr noch fixen. Ich glaube, dann werde ich nachher anstupsen, so. Hey, fix it! Feature Creeps! Nix Feature Creep. Das ist total wichtig. Okay, ich bin auf 43 Meter. Oh mein Gott. Jeder, ein kleiner Kiel, ja? Ist bei mir, Moment. 56, 10, 11. 13. 13 Meter macht ein kleiner Kiel bei mir im Moment aus. Jo.
Okay, ich nenne es USS Make Shit Up. Jetzt brauche ich noch Panzer. Wie kann ich Panzerung anbringen? Panzerung, da. Genau, wollte gerade sagen. Was ist absorbiert 5? Gewicht 0. Drachenleder ist... Wow. Wie kann ich Interior angucken, während ich das mache? Wenn du die Rüstung auswählst und dann auf Modules gehst, dann behältst du die Rüstung bei und kannst sie drauflegen. Ich weiß nicht, ob das Bug oder Feature ist. Auf jeden Fall ist es praktisch. Oh ja, es klappt tatsächlich. Cool. Ja, hast du mir nicht geglaubt, oder was? Jetzt bin ich enttäuscht. Ja, nee, man sieht es halt auch irgendwie nicht, dass es klappt. Also, es ist halt auch rot und so. Also, ach so, du weißt Drachen. Ja, ist das Drachen? Ach ja, es ist, ja. Vergiss es einfach. Alles gut. So. Jupp, ich steck einfach 5000 in Panzerung. Hab ich da gesagt. Vor allem Gewicht 0, voll gut. Ich glaube, ich kann das ganze Ding einpanzern. Das ist sehr praktisch. Jupp. 9. Komm schon. Mach einfach externe Sicht wieder an. So. Ah, zu viel. Wie mache ich Panzerung wieder weg? Mit Rechtsklick wahrscheinlich, oder? indem du... auswählen. Genau, du musst einfach die andere Rüstung drüber klatschen. Kleinere Mengen von Rüstung. So. Genau, die Brücke brauche ich auch noch kurz. Ach, das sieht gut aus. So, anmalen. Oh, stimmt, ich habe mein Schiff nicht angemalt. Egal. Egal, ich baue das nämlich gerade schon wieder im nächsten weiter. So aus Lust. This is a horrible abomination. Genau, falls ihr euch wundert, was ich baue. Ich baue gerade einen Bomber mit ganz viel Lift, dass ich einfach über ihn drüber schnell ballern kann. Und ihn dann bombardieren kann. Wenn ich das da drüben. Wenn ich über die Stellen male, die keine Panzerung haben, merkst du nicht, dass da keine Panzerung ist, ne? Eventuell. Du weißt ja, das ist mein Fadenkreuz vorhin, ne? Ich gesagt habe, aber ich find's lustig. Du musst halt nur das mit dem Fadenkreuz beachten. So, ich bin jetzt bei 9,7. Ich kann noch ein bisschen Panzerung anbringen. Ja, ich habe gerade ein Ding mit... zwei. Auftrieb 11.000! Cool. Wo ist das denn? Gerade eben hatte ich das doch noch. Ach so, hier ist das. Okay, komm.
Basisbrücke, Struktur. Ein bisschen schade, dass man nicht einfach sagen kann, klatscht überall diese Rüstung drauf. Ja, füllen, so ein Füllenwerkzeug wäre cool. Genau. Aber gedrückt halten und Maus rumfahren wie ausmalen geht auch. Ja, das geht auch. Ist schon okay, aber füllen wäre cool. Definitiv cooler. Jupp. Und zwar ein paar Prozentpunkte. Okay. Ich habe jetzt in diesem Ding nur 5000, also 6000 eingesetzt. Nur 6000? Nee, in dem nächsten, das ich gerade baue. Oh, du baust schon. Oh nein. Er baut schon das zweite. Ja, es macht halt super viel Spaß. Es ist. Also, allein das Bauen ist halt so geil. Sieben. Ah, Mist, einer zu viel. Okay, ich. 9993. Kannst du irgendwo noch Rüstung. Da kannst du ja vielleicht noch irgendwie Rüstung noch mal ein bisschen upgraden. Schwere Stahlpanzerung. Das hatte ich ja vorhin. Es wird billiger, scheiße. Oh, schwere Stahlpanzerung ist besser. Besser als? Als Drachenleder. What? Naja, Drachenleder hat HP 40, schwere Panzerung hat 60. Ist dafür aber auch schwer. Also richtig schwer. Okay, 40, 15. Ja. Gewicht ist nämlich bei Dragonhide 0. Genau. Und die Heavy Steel Armor 60. Genau. Okay, aber hat tatsächlich bessere Rüstungswerte. Ja. Das könnte. Oh, dann könnte ich eventuell auf das andere echt mehr Rüstungs draufklatschen. Weil rein prinzipiell ist das nämlich bei einem anderen so ein bisschen wurscht. Ach komm, das reicht. Okay, wo ist der Speichern-Button? Design Speichern. So. USS Makeship. Speichern. Okay. Exit. Warte mal. Ich bin bereit. Warte, ich müsste noch eben bei meinem Dragon Carrier die Panzerung ändern. Die Panzerung ändern tatsächlich, weil ich habe Max Carry Weight 75 und aktuelles Gewicht ist 13. Also von daher würde ich sagen, scheißegal. Shit. So. Genau, wir sind jetzt bei 18. Oh, dann kann ich es ja noch Design und Kampf. Dann kann ich ja noch ein kurzes Gefecht testen. Ja, teste mal. Genau. Oh, fuck, ey. Es ist jetzt halt knapp nochmal 1000 Dings übrig, frei geworden, die ich jetzt einsetzen kann. Meine Fresse, ey. Okay, eigentlich. Dann. Kampfstärke. Okay, wie teste ich das jetzt? Okay. Jetzt noch ein bisschen Supply. Dings, du gehst in den Open Combat, war es, glaube ich? Ah, ich hab's gefunden. Genau. Ich muss auch die Sachen, die ich spielen will, links und die anderen rechts platzieren, alles genau. Klar. Das habe ich erst nicht verstanden. Ich glaube, du kannst auch, wenn du Stop Placing drückst, dann heißt das, dass du deine aufhörst zu platzieren. So. Noch 2 zu viel. Willst du mich verarschen? Hm.
Okay, jetzt bin ich bei 9.999. Save. Und das Coole ist, das sind tatsächlich JSON-Files, wie es gespeichert ist. Oh mein Gott. Das heißt, man kann einfach diese Schiffe in der Gegend rumschicken. Ist das nicht geil? Ich bin noch nicht sicher, wie man das steuert. Du klickst auf dein Schiff, okay. Und genau, mit M kannst du in der Gegend rumbewegen und dann platzierst du es. Mit F drehst du deine Silhouette und dann versucht er tatsächlich sehr, sehr geradläufig drauf loszugehen. Okay. Okay, die Raketen sind gut, die Panzerung ist stabil. Mhm. So. Okay, minimale Schäden. Oh mein Gott, ich muss tiefer. Tiefer, tiefer. Sag es laut. Okay, das ist eine echt coole Waffe. Gefühl, das ist eine ziemlich dumme Idee, was der da macht. Sich. Oh, Arschloch. Ich befürchte, ich habe keine Munition mehr. Ich befürchte, ich habe verkackt. Oh ja, sie sind tief genug. Jetzt gibt's auch die Nuss. Ich glaube, ich habe so einen ziemlichen Flaw in meinem System entdeckt. Shit. Ist das das, mit dem du gegen mich kämpfen willst? Nein! Weil sonst würde ich sagen, ich würde nachgucken. Weil so gucke ich nicht nach. Ja, doch, leider in dem Schiff. Das ist, Das ist sehr gut für mich. Kannst du noch ein paar Flaws mehr drin lassen? Shit. Okay. Aber bist du bereit? Ich würde gern noch ein Munitionslager dazu tun. Weil ich müsste zugeben, ich wüsste jetzt auch nicht gescheit, wie ich das umbauen sollte. Öffnen. Ich brauche mehr Munition, das klappt nicht. Weil das ist leider schon harter Flaw, den ich da eingebaut habe. Harter Flaw, du weißt nicht, wie du ihn reparieren sollst. Ja, ich wüsste tatsächlich gerade nicht so gut. Das. Oh. Ich habe eine gute Idee. So, jetzt mal. Das ist doch bestimmt Struktur. Ich glaube, zumindest das eine habe ich jetzt gefixt. Ich glaube, ich wüsste wie. Oh, ich habe. Jetzt ist mein Schiff zu teuer. Okay. So, 9.999. So, jetzt hoffe ich mal, dass die so. So. Okay. Ich auch. Ich mache jetzt die Musik noch mal was leiser. Das ist doof. Musik.
Achso, ja, das ist natürlich jetzt hier. Okay, ich bin bereit. Ja. Oh, ich sehe dich. Verdammt. Jetzt geht's. Wo sind die Korridore? Korridore hier. Struktur. Das war so klar. Zu teuer? Genau, jetzt dadurch, dass ich jetzt hier dieses Ding gefixt habe, bin ich jetzt hier zu teuer geworden. Dann hole ich mir noch einen Tee, während du das Problem löst. Ja, ich habe schon gefixt. Ich hole mir trotzdem Tee. Mach das. Eine Minute. So, die müssen leider auch an irgendwas dran. Und die Korridore. Shit. Bereit, wenn sie es sind. Ja, jetzt habe ich halt... Schon wieder zu teuer. Ja, genau, ich bin halt jetzt wieder zu teuer geworden. Jetzt ist okay. So, weil das Problem ist, dadurch, dass ich was gelöst habe, muss ich Dinge in meinem System verschieben. Das war nicht gut. So. Hey, ich habe doch gesagt, speichern. Ja, überspeichern. Irgendwie will er das nicht überspeichern. Das finde ich nicht gut. So. Safe. Okay. Ist gespeichert. So, dann Multiplayer. Online-Multiplayer. Genau, General Bison. Mhm. Genau, dann erstelle ich ein Spiel. One Chip Only. Create Game. Beitreten. Landschaft Schiff. USS Makeshift Up. Hinzufügen. Wo ist meins? Meins ist links wahrscheinlich, oder? Ne, deine ich Seite bin, links. Rechts. Genau, ich bin okay. Links. Ende platzieren. Bereit. So, ready. Oh mein Gott, was hast du getan? Es ist so geil. Was ist das? Und vor allem das Schlimme ist, ja, es hat so eine Invasion an so kleinen Scheißviechern. Attacke! Flieg, Kleiner! Flieg! Stirb! Stirb! Dreh ich das Ding nochmal um. Mit F. Ja, danke. Klar, für Fumm drehen macht ja Sinn. Genau. Total sinnvoll. Aber es dreht sich nicht um. Oh shit. Ach, da muss ich umdrehen, ja klar. Oh, er fliegt wieder. Ja, land halt auf ihr. Ich kann auf ihr landen, das ist großartig. Das ist total praktisch für mich, weil da ist meine Flak. Die schießen einfach dich ab.
Ach, die habe ich gar nicht gesehen. Da ist so viel Panzer auf dir drauf, ich sehe nichts. Ich meine ich ernst, ich sehe nichts. Da ist so viel auf dir drauf. Das Einzige, was schade ist, du hast tatsächlich voll viele von meinen kleinen Husarenbomben gekillt. Warte mal, aber du schießt nicht mehr. Deine Kanonen sind weg. Ja, ich hab nichts mehr. Oh nö, mein Husarenbomber hat irgendwie Selbstmord begonnen. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, du hast gewonnen. Ich bin noch nicht sicher, weil das Problem ist, ich brenne und ich kann mich nicht mehr bewegen. Andererseits. Ich brenne nicht, aber deine Bomber schießen noch auf mich. Genau, aber du kannst dich halt auch nicht bewegen. Nein, wir müssen jetzt weiter drauf. Und du schießt auch nicht mehr. Und du fällst so auseinander. Oh, ich falle halt auch fett auseinander. Ich fliege noch! Es fliegt! Landen! Ja, bleib bloß fern von mir, ey. Wie lande ich das Ding jetzt auf dir? Ich kann nämlich noch was tun. Ich kann dich noch rammen. Das Schlimme ist ja, da drüben, die Beine bewegen sich noch manchmal. Das ist schon so irgendwie eerie. Oh, du lässt die Dinge auf mir drauf fallen. Du Drecksack. Bomber erledigt, ihn verflucht. Verdammt. Yes! Ja! Scheiße. Überlebt! Dieser Haufen Schrott hat überlebt. Ah, ey. Supergeil. Oh mein Gott, was hast du da gebaut? Es war super, ey. Vor allem das Ding ist halt, also was passiert ist, du hast halt meine Crew Quarters getroffen und deswegen war dann halt sehr schnell Zappenduschler bei mir. Meine Crew Quarters sind in der Mitte, das ist das Einzige, was noch existiert. Meine Crew Quarters, also der ganze hintere Teil, das ist eigentlich nur meine Antriebssektion. Okay. Und dann die Crew Quarters und das war's, mehr ist nicht mehr übrig. Das ist so alles. Mehr ist. Der Rest ist nicht mehr existent. Warte mal, ich geh mal in den Editor, damit du sehen kannst, wie es aussieht. Warte, ich geh mal. So, open. Genau, das ist der Carrier 2. Ach so. Ja, ich denk grad, hä? Editor? Ja, Delay im Stream. Genau. Du klickst jetzt erst bei mir auf Editor. Genau, also hinten, da ist. Also warte, dann warte ich kurz, bis du siehst. Sag mir, wenn du siehst. Jetzt seh ich's. Gut. Also, hinten, habe ich so einen Schwanz aus Small Keels gebaut, einfach um die Strukturpunkte hochzuheben. Weil es halt irgendwie 300 HP nochmal drauf gibt. Dann neben den zwei Bombern oben gibt es halt links zweimal Flak, oben halt einmal die Dorsal Turret, die halt vorhin eigentlich ziemlich geil war. Und Flak-Kanonen halt auch nochmal rechts und ganz, ganz viele Husaren-Bomber. Die, genau, also irgendwie, was habe ich da? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Also ein Schwarm aus Husarenbomber, die ziemlich fies sind. Das Problem ist, meine Brücke ist unterhalb, also im hinteren Teil unterhalb der Munitionskammer. Das war vielleicht jetzt auch nicht die geilste Idee. Ihr merkt es jetzt auch. Oh, warte mal. Das ist vielleicht nicht so die gute Idee gewesen. Also, oh warte, ich schick dir mal ich geh mal in den Editor und dann schick ich dir mal. So gut, ey. Schick ich dir mal ein Bild von meiner Konstruktion. So gut, ey. Gesehen und Kampf. Genau, also total scheiß Idee. Munitionskammer direkt an der Brücke und den Crew Quarters neben der Kohle. Natürlich im Fall, dass das Munitionslager explodiert, damit die Kohle auch direkt brennt. Macht ja Sinn. Ich weiß nicht sicher, dass du für dich und nicht für mich gekämpft hast, als du das gebaut hast. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher. Ja, auf jeden Fall, das so Distributed Dingsbums-Bullshit war jetzt nicht so geil, nein. Nee, war jetzt nicht so. So, warte, wir könnten eigentlich mal hier kommen. Wo ist es denn? Warte, Gerun. Ach, schick's dir einfach per DM. So. So, dann hier den Husarenbomber rein und Crew Quarters. Ja. So, vielleicht, ach so, shit, ja, nee, das geht ja dann gar nicht.
Ja, immer, das ist ja immer dieses Lästige mit den, dass man die nicht gescheit einfach überall hinsetzen kann. Ja, das ist schon gut gemacht. So, also man muss schon aufpassen, wo man sie hinschickt. Ich habe dir mal ein Design geschickt. Okay. So. Mal Open Original. Und dann können wir das. Warte mal, dann binde ich das mal kurz hier in meinen Stream ein. Das ist Window Capture. Ja, ist Window Capture. Genau das hier. Und dann packt man das vielleicht nicht nach ganz oben. Oder Move to Bottom. Genau. Ich hätte ja auch eigentlich diese JSON-Datei schicken können, fällt mir gerade ein. Ja, next time. Genau, ja. Also, das war jetzt so der Bauplan vom Bison-Schiff hier. Vier Propeller, damit schon sehr wendig. Tatsächlich, du hast an die Dings nach unten gedacht. Die Kanone? Oder? Genau, an die Kanone nach unten. Und du hast drei Bomber eingebaut. Ja. Meine Hoffnung war, dass ich mit, was auch immer du baust, dass ich mit, ich komme noch auf 57 Meter nur noch, dass ich dann auch über dich irgendwie komme. Mit 57 Meter hast du gehofft. Mit 57 Meter hast du gehofft, dass du noch über mir sein kannst. Naja, die Idee war halt, ich habe halt gar keine Waffen sonst unten. Also, gibt halt nichts anderes, außer der Kanone und diesen drei Bomben-Dingern. Ja. Ist man sonst komplett schutzlos. Und da ich ja wusste, dass du die irgendwas mit Flugzeugen baust, dachte ich, die fliegen ja bestimmt auch mal unten drunter durch oder so. Die Hoffnung, dass das irgendwas trifft. Ja, aber auf jeden Fall ein paar Sachen. Das Munitionslager, das große, das ist halt komplett mit Brandschutztüren ausgestattet. Deshalb ist mir meine Kiste nicht um die Ohren geflogen, als du das getroffen hast. Sehr gut. Ja, an sowas habe ich nicht gedacht. Ansonsten sind da noch überall kleine Munitionslager verteilt, aber die haben wir die Feuerlöschtrupps gut weggekriegt. Und du hast tatsächlich nur einen Feuerlöschtrupp. Ja, aber ich habe auch eine Reparaturbucht. Die ist... Und eine Krankenstation. Hier. Okay, das ist einmal Krankenstation. Die ist über dem Bordcomputer. Ah, okay, hier. Ich dachte, das ist die Brücke. Weiß nicht. Ach nee, das hier ist die, nee, das ist die Krankenstation. Die Brücke ist über der Kohle. Genau, ich habe sie gerade entdeckt. Hier links neben dem X-Wasser. Ja. Und ich habe zwei Cockpits eingebaut. Mal schauen, wo ich sie. Das heißt, selbst wenn die Brücke weg ist, kann das Ding immer noch fliegen, weil es ja noch zwei Cockpits hat. So ein bisschen Redundanz und so. Ja. Es war schon gut. Und die Crew Quarters halt irgendwie mittendrin so. Pff. Ja. Also eigentlich müssten wir eigentlich schon mal schauen. Müssten wir so einen Wettbewerb ausrufen. Wäre 10.000 waren jetzt auch okay, also. Ja. Also daraus könnte man halt echt ein super Turnier machen. Ne? Sagst halt so, alle, die sich hier anmelden. Und verteilst du halt in Zweierteams. Das Problem ist, es werden vermutlich gar nicht so viele sein. Vielleicht holen sie es jetzt aber auch ein paar, weil das Spiel ist halt schon super witzig. Oh, ja. Und also auch dieses einfach das Schiff bauen, so wie man will, und dann hoffen, dass man tatsächlich auch die richtige Strategie für den Gegner hat. Was cool ist, man sieht ja das Schiff nicht, bis man tatsächlich gespawnt hat. Also bis es gestartet ist. Das heißt, wir hätten nicht nochmal irgendwie Schiff wechseln können, weil wir gesehen haben, so, oh shit, falsche Strategie. Ja gut, ich hätte jetzt keins, aber ja. Das ist, also selbst wenn, meine ich. Hättest du jetzt nicht sagen können, so, okay, Wechsel. Nee, das ist schon sehr gut gemacht. Das ist tatsächlich genau, ich denke, das ist genau wegen dem Wettbewerbsteil auch. Genau. Da müsste ich irgendwas mit machen reden. Und dann muss es halt passen. Weil rein prinzipiell könnten wir es bestimmt irgendwie hinkriegen. Also, wie gesagt, dieses T-Shirt, das ist ja voll schon super schick. Und das irgendwie als Preis. Ja. Müssen wir hinschauen. Müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ich warte jetzt noch auf den Stream, bis ich das T-Shirt sehe.
Achso, genau, hier. Also, du hast das noch gar nicht gesehen? Nein. Da sehe ich tatsächlich das einmal in Kompletto. Oh ja. Es funkelt. Jetzt stehst du bei mir auch auf. Genau, und Tom, vielen, vielen Dank für deine Stimme. Genau, wer heute noch nicht für mich abgestimmt hat, wir haben noch 2 Stunden Zeit, soll doch bitte für mich abstimmen. Vielleicht bekomme ich doch noch irgendwie Platz 3, auch wenn ich so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben habe. Aber ihr wisst ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Ich würde ja gerne abstimmen, aber bei mir ist alles unter deinem Stream nicht mehr da, inklusive Titel. Ist alles weg. Twitch. What? Und ich habe nicht mal die Twitch-Beta mehr. Wo ist die Beta hin? Ah, da ist es. Beta ist auch scheiße. Rot. Okay. Beta ist Rotz. Wie war das Kommando, um das aufzurufen? Voting. Ah, Voting. Aber du machst mich da auf was Gutes aufmerksam. Vote wäre auch so ein guter Alias dafür. Ja. Das heißt, fürs nächste Mal, wenn jemand Voting will, dann kann man auch Vote eingeben. Immerhin 5 von 20, komm. Yeah. Das ist okay. Was, ich bin jetzt... Achso, stimmt, ja, ich bin Rang 5. Was, 5? Ja. Ah ja, stimmt, ja, ich war... Die Frankie, die auf Platz 4 ist, Vote funktioniert nicht. Aber vielen Dank, Weißer Paddox. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei mir im Stream. Schön, dich auch mal wieder zu sehen. Und ich habe dich tatsächlich auch schon vorher in der Nutzerliste gesehen. Ich habe ja nur die das Versprechen, dass ich niemanden belästige, der noch nicht Hallo gesagt hat, damit er auch einfach gechillt hier lurken kann. Das tue ich ja auch ganz gerne. Einfach so entspannt in anderer Leute Stream rumlurken, ohne dass ich da irgendwie belästigt werde von wegen, hey, du bist ja da, schön, dass du da bist. Ja, ich find's auch schön, dass ich da bin, aber ich wollte eigentlich gerade nur in Ruhe zuschauen. Lass mich doch weg. So, genau. Ich glaube, so, dann... Wir können ja nochmal eine kurze Runde machen mit deinem optimierten, nicht Brückenoffizier tötenden Design. Ja, das Problem wird bloß, wenn ich jetzt hier Dinge in der Gegend rumschiebe, dann passiert wieder so Kacke mit von wegen, da kannst du jetzt aber nicht hingehen. Oh. Das habe ich in meinem Design umgangen, indem ich mir vorher 2 Routen oder 3 Routen im Schiff gelegt habe. Ich habe die Basis unten gebaut und habe dann diese Linien hochgezogen, dass ich so die Supports habe. Okay, ich glaube, jetzt ist okay. Jetzt habe ich es gefixt. Können Sie ja nochmal probieren. Ich glaube nicht ganz, dass es dadurch besser wird. Aber ja. Naja, es war sehr viel Glück dabei, also für mich. Genau, wie geht's denn, Weißer Paddox? Wie steht's? Kommst du gerade von der Arbeit? So, gut, ich bin wieder Multiplayer. Moment, ich bin noch unterwegs, da ist der Button. Ich bin auch im Multiplayer. Gut, Spiel ist created. Betreten. Hust, 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 hust. Bereit. Aber irgendwie ist mein Spiel jetzt hängen geblieben, gefühlt. Oder also irgendwie ist es, also ist nicht komplett hängen geblieben, aber es macht kein, es created das Game nicht. No. Ah, jetzt. Ah, okay. Jetzt. Den Neugierung. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Ein Walker. Texas Ranger. Muss ja sagen, ich habe die Serie total gern gesehen damals. Oh, und wir Walker kämpfen bei Nacht. War nie meins. So.
Was? Achso, eigentlich. Eigentlich sollte ich weg von deinen scheiß Bombendings gehen, ne? Jetzt wo ich weiß, dass es die gibt. Du meinst jetzt, wo du weißt, dass die da sind. Genau. Das macht nichts, ich kann dir ja hinterher fliegen. Ja, eventuell bist du da auch ein bisschen wendiger als ich. Warte mal, wo sind eigentlich meine ganzen Viecher hin? Die hat meine Flak schon erwischt. Ernsthaft? Alle? Shit. Ja. Naja, ich habe ja nicht nur Flak, ich habe auch Maschinengewehre und so eingebaut, so kleine. Ja, okay, dann ist glaub ich meine Hauptkampfkraft verloren. Also die hatte ich halt schon vorher drin, weil ich dachte, ich habe Platz. Also volle Gönnung und so. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen meine Bomben kaputt gemacht. Passiert. Okay, ich glaube, ein Flugzeug habe ich noch und einen Husarenbomber auch noch. Mhm. Die Gabel. Ja, ich glaube, das habe ich... Aber du hast keine... Oh fuck! Was? Du hast mich voll erwischt. Oh, scheiße. Ups. Aufgesetzt. In der Hinsicht ist halt Land Strider gegen Airship halt echt nochmal im Nachteil. Bei dir läuft einer in der Luft. Ja, der. Das ist wie in den Cartoons, weißt du? Der stirbt erst, wenn er runterguckt. Ah. Gut, dass er nicht runterschaut. Ja. Und ich glaube, meine ersticken gerade am Kohlenstoffdioxid, das durch das Feuer entsteht. Ich hoffe, das Feuer greift nicht auf mein Schiff über. Das wäre witzig, wenn das gehen würde. Das nee, aber es greift einfach in meinem Schiff überall in der Gegend rum. Ja, ich komme aber nicht mehr hoch. Ich habe auch nur noch 5 Crewmembers, von daher, ich glaube, ich habe jetzt eh schon wieder verloren. 2. Ah? Ist okay, ist gerade jetzt wieder okay. Hey, jetzt sterben keine Leute mehr. Dabei brennt es überall. Ich weiß nicht, schieß ich auf dich oder schießt du auf mich? Irgendwas schießt da noch. Einer lebt jetzt sogar noch. Ja, ich schieß noch auf dich, weil irgendwo fliegt noch ein Schiff, Flugzeug von mir rum. Nee, irgendwas auf der Station schießt da. Ich kann das aber hier nicht. Ah! Ein Gewehr. Ich habe da hinten ein MG, das noch. Achso, genau, ein Gewehr schießt auf mich, auf mein Flugzeug. Ja. Aber das startet total jetzt auch wieder. Ich krieg das Schiff nicht mehr hoch. Doch nicht mehr genügend Lift. Eigentlich schon, aber... Da sieht man... Ach ja, ich würde tatsächlich noch gerne mein anderes Schiff probieren. Du kannst auch gerne wieder das hier verwenden. Ja, gerne. Genau, we have been defeated. Wir haben es geschafft. Yay, gewonnen! Hä? Wir haben beide überlebt, was? Was? Wir haben wahrscheinlich zu lange keinen Schaden mehr gemacht. Das ist so okay. Boah. Ich hätte aber gewonnen, dein Schiff brennt! Ja, mein Schiff brannte lichterloh. Ja. Ich wäre da sehr, sehr gestorben. So, warte, jetzt muss ich kurz mal noch. Genau, meine. HMS Sodom und Gomorra. Die hatte ich noch nicht zu Ende gebaut. Und zwar brauche ich noch hier die Steel Cargo Doors. Also damit ich hier halt, ne? Und genau. Achso, ja. Munitionslager sollte ich vielleicht auch noch irgendwo hinpacken. Kommt drauf an, wenn du eine Ramme gebaut hast, brauchst du ja nicht. So, und dann... Oh mein Gott, das ist ja auch ein grandioses Schiff. Einfach nur so ein Ding aus Ramme. Ja. Ja. Wir nennen es Gordon Ramsay. So.
Genau. Wir nennen es Chips Kitchen. Furchtbar. Ich weiß jetzt gar nicht. Oh ne, Turning Time ist noch echt hoch. Da fehlen noch ein paar. Wo ist das denn? Ich hatte übrigens noch 25 Kohle übrig, als wir aufgehört haben. Schön, schön. Da hast. Ich habe gar nicht Ahnung. Meine Kalkulation war knapp. Ich habe gar keine Ahnung, was ich noch als Dings hatte. Nicht viel, weil dein Schiff hat gebrannt. Sagen wir es mal so, ich hätte für dich gehofft, dass du nicht mehr so viel gehabt hast, also ist es doch besser. Wie viel kann ich denn da noch dran klatschen? Okay, das wird witzig. Also ich will erstmal auf jeden Fall erstmal deine Reaktion darauf, das zu sehen. Die wird schon gut. Ich habe mein Spiel extra im Vollbild gelassen. Keine Ahnung, was du da baust. So, okay, hier. Ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt so schlägt. So, so. Have created. Trete bei. Oh, fuck. Ich muss zugeben, ich hatte das anders eingeschätzt. Aber auch das 10k-Limit, ne? Ja. Okay. Das wird jetzt richtig übel schief gehen. Weil irgendwo. Warte mal, ich muss da nochmal raus, sorry. Habe ich sie mir Editor gerade verkackt? Ich habe mal gerade Exit gemacht. Mhm. Wo ist es denn jetzt hin? Da. Oh ja, ich habe es verkackt. Mhm. Ich habe aus meinem Service Ceiling. Es sind jetzt 5 Meter gewonnen. Schon wieder ein Walker? Nein, nicht absichtlich. Jetzt schon. What? Warum ist das? Ah, fuck, jetzt weiß ich warum. Okay. Ja, ich habe ja jetzt nochmal Dinge hinzugefügt und dann. Hast du vergessen, das zu kompensieren? Genau. Shit. Die Dinger sind halt ernsthaft teuer. Was kostet das Ding? 860. Und es wiegt halt 4500. Das ist ja, echt schwer. Ja, dann wundert mich nicht, dass das irgendwie hier so voll schief ging. So. Okay, das muss jetzt reichen. Und weil ich noch knapp 2000 offen habe, können jetzt auch die Dinger wieder ran, die ich da weggemacht habe, weil ich gedacht habe, das liegt daran. Ja, dadurch sinkt das schon ein bisschen. Aber nicht so hart, wie ich gedacht habe. Okay, hier. Safe. Jo. Lief. Und jetzt probieren wir das nochmal. Jetzt habe ich auch drauf geachtet. Hupala. Service Dings halt von irgendwie 5 Meter ist halt schon für den Arsch. Und servus, Squirt. Wie geht's denn? 5 Meter klappt nicht. Da kommst du ja nicht mehr über einen Baum. Ja, also ich habe es auch gemerkt. Da war so eine kleine Klippe und dann bin ich hängen geblieben. Es war halt richtig geil. Da bin ich halt echt hängen geblieben. Flock. Ja, ich hätte nicht weiter nach vorne setzen können, weil da war dieses Scheißding. So. Okay. Das ist halt einfach wie eine Festung, nur ohne, also, ja, nur ohne die Vorteile. Ohne Fundament. Ja. So. Oh fuck, du bist hoch. Oh fuck, ich habe keine Chance. Oh doch, ich kann nicht, ich treff dich. Hui. So. Beweg dich, du Haufen Schrott! Beweg dich! Beweg dich! So. Genau. Und wir zocken hier Airships Conquer the Skies.
Es ist total geil. Oh, warte mal. Scheiße, du hast mir den ganzen Unterboden weggemacht. Yep. Das ist total nicht gut, weil da waren meine Bomben dran. Ich hab dir eine Unterbodenwäsche gegeben. Das ist total uncool von dir, Junge. Das kannst du nicht machen. Hab ich aber. Hab ich erwähnt, dass ich auch gut nach oben schießen kann? Ja, ich wollte gerade sagen, das kannst du echt gut. Ich hab halt... Ich wusste halt nicht, was du baust. Deshalb habe ich nur 3 Bomben nach unten, aber jede Menge Kram nach oben gebaut. Auch ich kann eigentlich so bleiben. Ja, kannst du eigentlich schon machen. Vor allem, weil jetzt habe ich auch keine Kanonen mehr. Kommt aber ein bisschen weiter nach hinten. So, warte mal. Ich ramm dich jetzt einfach. I dare you! Ja, sie müsste sich jetzt nur mal bewegen. Ich kann aber nichts dagegen tun. Ja, wir haben keine Munition mehr gehabt. Was total ewurscht gewesen wäre, weil, naja, meine Bomber waren weg. Also meine Bomben. Buchten waren alle weg. Die sind relativ früh draufgegangen, glaube ich. Ja, die sind krass früh draufgegangen. Also ich bin einmal über die drüber geflogen, kurz geblieben und dann war es weg. Und ich so, ich hab halt eine große, guck mal, ich habe eine große Kanone nach oben und mein ganzes Deck besteht aus Kanonen nach oben. Ja, ich hab's schon gesehen, so, ja. Genau, also Kurt, wir zocken hier dieses Airships, das ist total cool. Du kannst hier in diesem Design- und Fight-Modus kannst du halt alle möglichen Dinge bauen. Warte mal, vorhin habe ich halt hier dieses Landship gebaut. Open Design. Und dann war es dieser Carrier. Der war ziemlich witzig. Ich glaube, ich habe aber zweimal verloren damit. Ja, aber das erste Mal war echt knapp. Ja gut, das erste Mal war knapp, da lagst du dann auf mir. Und ich habe dich noch irgendwie versucht zu zerballern, aber dann habe ich keine Crew mehr gehabt plötzlich, weil die irgendwie abgefackelt sind. Diese Verräter, einfach abgefackelt, gibt's doch nicht. Und beim anderen Mal, da habe ich halt richtig hart verloren. Da hattest du irgendwie auch richtig, richtig Glück. Und ich glaube, zusätzlich steht meine Wasserpumpe zu weit hinten. Ja, also Ding hat einfach nur gebrannt. Also das war... Genau, also war laufendes Lagerfeuer, war schon dekorativ schick und so, aber naja. Also meine Leute hatten jedenfalls ausreichend Licht, während sie dir beim Sterben Genau. Meine Hoffnung war ja noch, dass das Feuer auf ihn überspringt, weil er so nah war, aber naja. Und Servus, lieber Number of the Beast und so. Genau. Jetzt noch kurz mal lesen, was weiter Paradox vor gefühlt Ewigkeiten jetzt noch geschrieben hatte. Feiern muss in 6 Stunden schon wieder los. Dann schlaf gut, träum was Schönes und schön, dass du noch reingeschaut hast, ne? 6 Stunden, ey. Das ist schon hart. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Das war okay. Hart. Ja, war schaffbar, war aber hart, ja. Das, genau. Wollen wir noch ein Design machen? Oder willst du die Dings weiter spielen, die Kampagne? Oh, ich weiß nicht. Also, vermutlich sollte ich schon mal in die Kampagne noch reinschauen. Das ist die Frage, was du noch vorhast heute. Deshalb frage ich. Ja, ich wollte noch eventuell, also rein prinzipiell hätte ich noch vorbereitet, dass wir hier das Wicked Ward Update für Escapist 2 anschauen. Und eventuell dann mit einem anderen Streamer, bei dem ich jetzt mal kurz reinschaue, was der gerade tut. Genau, der streamt gerade nämlich Deceit. Und ich schau mal kurz rein, mit wie vielen Leuten der unterwegs ist. Warte mal, ich muss mal kurz Ton machen. Achso, ja, ich habe Ton abgeschaltet. So, globaler. Warte, dann mach ich das hier. Wofür hat man denn 2 Browser? Und heute Abend... Weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich PUBG mache. Genau, ich dachte mal, wir machen
wir rotieren nur ein bisschen durch. Vor allem Deceit haben wir jetzt schon viel zu lange nicht mehr gespielt und Deceit ist aber total geil. Sagt mir überhaupt nichts. Nicht? Das ist so ein. Das ist vom Free-to-Play, das heißt, holt die auch direkt holen. Multiplayer und. Secret Hitler kennst du ja jetzt, ne? Secret Hitler kenne ich. Genau, es ist Secret Hitler, nur mit Pistolen. Und das, also du spielst halt mit 5 bis 6 Leuten, spielst du und genau, versuchst dich halt gegenseitig zu hintergehen. Es gibt maximal 2 Infizierte, die 4 anderen sind unschuldig, die Infizierten wissen, wer sie sind, die Unschuldigen natürlich nicht. Und genau. Und dann müssen sie sich gegenseitig also die Infizierten müssen halt die Unschuldigen umbringen, die Unschuldigen müssen die Infizierten umbringen. Und wichtig ist, wenn du jemanden halt niedergeschossen hast, dann gibt es eine Abstimmung. Und nicht einfach nur, du hast ihn niedergeschossen, dann ist er raus, sondern Abstimmung. Und das ist ganz cool, weil dann musst du halt tatsächlich mit den Leuten reden und sie davon überzeugen, dass du recht hast, dass das da, der am Boden liegt, den hast du jetzt aus Gründen niedergeschossen. Das ist ein total böser Infizierter. Und genau, und das weißt du, weil du hast den Blutschlucken gehört oder so. Und das ist schon witzig. So, ich glaube, sie sind das gerade zu 5 hier mit Freunden oder mit zumindest im Team. Ist die Frage, wer ist das denn? Kenne ich die? Namen werden halt gar nicht angezeigt. Ich glaube, ich muss halt echt mal kurz reinhören und dann mal kurz fragen. Deutsch. Richtig. 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 Großer. Richtig. Okay. Richtig, ja. Aber zu 5 findet man auch die Lobbys schneller. Ich komme gleich wieder. Wir müssen ja nur noch Einzelspielern suchen. Irgendwo rumeiern. Mensch, und morgen hat er gewonnen. Hi, Körnerkissenkatze. Mit wem ich gerade spiele? Mit 4 anderen. Also einmal mit Tobi Special, mit Draven, mit Rabbit und mit Magic. Und wie lange ich noch spiele, weiß ich nicht. Wieso willst du mich loswerden? Weil ich habe eigentlich erst angefangen vor 40 Minuten. Also von daher, der Abend ist noch jung. Ja, für mich aber nicht wirklich. Ich glaube, ich muss auch eher um 6:30 Hallo aus dem erstmal. Okay. Wollte mal kurz abchecken, wie Platz bei dem ist. Genau, das im Hintergrund, den ihr gerade gehört habt, das war der Mad Max. Nope, bin Bot-Account vom Gerun. Ich spreche ab. Also wir haben noch einen Platz frei. Okay. Also wir haben aktuell noch einen Platz frei und wir haben vor, das Spiel noch ein bisschen zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Also, sag mal so, übelst Bock macht. So bis 12 Minimum, sag ich mal. Yes. Gut, wieder muten, ne? My head. Gut. Dann mache ich jetzt hier noch fertig und melde mich dann wieder bei dem. Dann spielen wir nämlich nachher gemeinsam Deceit. Und eventuell ist danach auch wieder ein Platz frei, also Platz mehr frei, falls ihr so Bock habt. Genau. Aber dann spiele ich, glaube tatsächlich immer kurz Kampagne. Damit wir mal wissen, was hier Kampagne so geht. Was spielst du? Achso, die Kampagne. Ich habe das akustisch. Da war gerade ein Lag. Alles klar. Kein Ding. Auf jeden Fall hier total geil, mit dir zu spielen. Sachen. Bitte? Hat Spaß gemacht, mit dir und gegen dich zu spielen. Ja. Ja, danke gleichfalls. Das Spiel müssen wir auf jeden Fall öfter gegeneinander, weil es ist groß. Das ist einfach großartig. Genau, A Meeting of Scouts. Ich weiß gerade gar nicht, gibt es. Ich glaube, Conquest. Ah, Conquest ist die Kampagne. Okay, natürlich. Gesundheit, was? Bitteschön. Was? Party per Chevron. Blue Celeste and 10 a B Orange. Was? Was? Hier steht Text, der irgendwie gemischt. Englisch, Französisch,
ist, und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas Eigennamen sind allesamt und das deswegen so seltsam aussieht. Auf jeden Fall ist es total irritierend. Oh ja. Also, den Text kriege ich irgendwie gerade gar nicht gebacken, so was er mir sagen will. I have no clue what this means. Okay. Ich habe übrigens die Suche gefunden, man kann suchen. Jetzt weiß ich, was das heißt. Das ist die Beschreibung von meinem Coat of Arms. Aber das Ding macht trotzdem keinen Sinn, also dieser Text. Well, yes, but... Okay, wir können hier... Purple Scales Argent. Okay. Jetzt weiß ich. Das Komma getrennte Ding war halt dieses auf die war halt die Auflistung, was hier auf den jeweiligen Flächen ist. Und dieses a B or war halt keine Ahnung was. Ich glaube, das war eine Farbe. Genau, auf jeden Fall können wir uns hier ziemlich krass austoben, was wir denn als cooles Ding hier haben wollen. Irgendwie können die Schweiz sein. Hä? Okay. Irgendwie können wir nur eine Hauptfarbe haben. Das andere muss immer weiß sein. Witzig. Okay. Bisschen schade, dass aber der Bonus, den wir bekommen, tatsächlich an das Symbol getackert ist. Das heißt, wenn ich sagen will, ich will einen Drachen haben, dann müssen wir Dragon, dann bekommen wir Dragon Riders. Und wenn ich sagen will, aber ich will, alle Kanonen sind doppelt so zielgenau, dann brauche ich aber den Adler. Das ist ein bisschen schade. Macht aber, also ja. Nom, 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 ne. Nom, 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 macht nom, Sinn. Nom. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie schade. Indeed. Indeed it is. So, dann sind wir jetzt der Schweizer Adler. Genau, und wenn ich Feuer haben will, dann kriege ich halt gar keinen Bonus sogar. Das ist halt noch beschissen. Das ist halt irgendwie schon nicht cool. So, okay, dann habe ich jetzt hier über meinen Schweizer Adler hier. Dann probieren wir das doch mal. Okay, Landscape wird generated, City werden platziert. Und das Einzige, was schade ist jetzt gerade, dass hier gar kein Seed zu sehen war. Ja, kannst du wahrscheinlich nachher im Spiel noch sehen. Nope. Das heißt, wer das gerade nachspielen will und zeigen will, dass ich einfach nur unfähig bin und nicht das Spiel zu schwer ist, der hat jetzt halt echt Pech jetzt. Ich könnte, warte mal, ich kann jetzt... Ha, ich kann speichern. Start. Das heißt, falls irgendwer das haben will, kann ich es ja irgendwie hochladen. Und dann habt ihr ein quasi Seed. Okay. Scheiße ist jetzt bloß, jetzt muss ich die ganzen Schiffe auch bauen.
Oh, total. Du kannst nachher gegen mich damit kämpfen. Eine total gute Idee. Wir bauen einfach die HMS Tragedy. Das hört sich total nach einer guten Idee an. Die zu bauen. Ach ja, übrigens, das Witzige ist auch dieses Fail Whale Ding, das halt irgendwie direkt aus der Luft geballert wurde, aber dann halt weiter aus allen Kanonenlöchern geschossen hat. Heißt auch Phalanx. Das hat irgendwie schon irgendwie gepasst. Oder so. HMS Deathly Wind. So kann man also Pupse beschreiben. Witzig, witzig. Okay, dann nehmen wir einfach mal die Unmatched. Die hört sich eigentlich ganz sinnig an. Okay. Das heißt, wird jetzt gebaut. The starting fleet. Click on it and you can see the ships in it in the panel on the right. You can click was Golem. Click on individual ships, select and select them before you give commands. Okay. To build up your fleet you may want to construct another ship. Click on your home city and choose build ship. Select the ship within your budget, name it and click OK. Construction will begin. Once complete, your new ship will join the fleet. Okay. Send Spy. Ah. Okay, die haben ein Landship hier rumstehen. Relativ billig. Mit einem Bomber und einer Kanone. Okay. Genau, also Spion ist da und can it produce the size of its shipyard, which determines how quickly it can build new ships. Its bonus in this case Bilolex, which applies to the city and will apply to the Empire once you have conquered it. Finally, the level of its secret police, which determines how susceptible it is to bribery and sabotage. If you click on a city, you can now choose View City, which lets you see its defenses and garrison. Using spies, you can determine what kind of fleet you need to conquer a city. Genau, haben wir ja gerade gesehen. Okay, and once your fleet is ready, select it. Cities your fleet can reach invite. Now have an invade button. Click invade, will send all and selected ships. Now invade the city and ready yourself for combat. Oh no. Invade 4, please. Genau, dann play und dann geht's weiter. Oh, und währenddessen schicken auch die anderen Schiffe in der Gegend rum. Was ist denn das eigentlich? So. Okay, ich glaube, Start. Ach, da hinten ist noch ein Turm. Sowas. Sinken. Okay, das ist behoben.
So, auf zum Turm. Hier haben wir bald keine Munition mehr. Und warum hast du diesen dummen fliegenden Stein jetzt getroffen? Das gibt's ja nicht. So. Nieder mit dem Turm. Ja, wunderbar. Having made and consolidated your first conquest, you are now ready to continue expanding. Capture city after city, fortify your conquests and build up your fleet. Soon you will have united the world under your banner. Okay, das heißt, das Spiel ist tatsächlich eher so ein... sowas wie Civilization. Wir sehen jetzt, wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, 1, 2, 3, 4... fünf, sechs, sieben, acht, neun Schiffe. Neun Städte, die wir jetzt insgesamt bekommen können. Und ich glaube, das war jetzt die kleine Karte. Und wie auch in Civilization können wir jetzt überlegen, Gentle Takeover, Brutal Takeover oder Just Pillage. Machen wir mal den Gentle Takeover. Der braucht halt sein Stückel. Währenddessen können wir aber auch schon mal neue Schiffe bauen. Wir können auch solche Landships bauen. So zum Beispiel ein Tiger. Der wäre natürlich witzig. Den will ich haben. So lange können wir hier schon mal schauen. Was ist denn? View City. View City. Da. Ist gerade nix. Gut, dann gehen wir das nächste hin, hätte ich jetzt gesagt. Oh. Sowas. Attackers are looting the city while your fleet is occupied. If you withdraw, your defense will be spared, but the city will be thoroughly looted. Okay. Was? Diese kleine Garrison? Witzig. Die wurden zurückgeschlagen von meiner Grand Garrison, die nicht bewaffnet ist. Okay. Sure. Defenses. Ich glaube, ich muss mal hier was bauen. Okay, so. Ich bin auch wieder zurück von meinem kleinen Experiment. Ist gescheitert. Ich dachte, ich hätte was Schönes zum Austesten. Schade. Ich werde jetzt auch den Discord wieder verlassen, damit du in Ruhe weiterzocken kannst. Ja, okay. Wäre es zwar nicht recht nötig gewesen, aber klar. Ja, spätestens bei Deceit, wird's dann für dich unpraktisch.
Weil dann bin ich hier weg. Ich weiß auch nicht, wie lange ich noch mache, aber ich will jetzt auch weiter gucken, wie du die Kampagne weiterspielst. Das ist sehr lustig. Ja. Also mal schauen, ob wir das jetzt noch tatsächlich kurz eingenommen bekommen. Das wäre schon cool. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob wir die Schäden übernehmen vom letzten Kampf. Alles klar, wir sehen uns. Bis ja, nachher. Wir sehen uns. Oder so. Bis später. Ciao. Ciao. So. HMS Unmatched. Hat er nicht mehr genügend Auftrieb? Tu mal nicht so. Oh shit! Sofort Rückzug! Haben wir hier oben ein Fett Flak oder was hier? Achso, nein, der scheiß Tank ist explodiert! Jetzt. Ich bin schon gewundert, was zur Hölle ist denn da passiert. Oh shit, kriegen wir das hin? Wir haben... Okay, die ist defeated. Die sind auch defeated. Warte mal, was ist denn da überhaupt noch? Ernsthaft? Die sind noch am Leben? Achso, wegen den Flugzeugen. Wunderbar. Jetzt aber. Okay, die HMS Unmatched hat's überlebt. Sie hatte halt bloß keine Munition mehr. Und, so. Whip. So, die hier, Brigands. A magistrate reports the local band of brigands have grown in number and have started constructing their own airship. If they are not defeated quickly, they will become more dangerous. Schweinerei, wo sind die? Build ship. Warte mal, wie viel... Geld haben wir dann? Wir haben jetzt 3000. Das heißt, wenn wir vielleicht mal die GL Fail daher nehmen und vielleicht noch mehr Suspension Chambers dran bauen, dann wird das auch nochmal was. So. Quarters brauchen wir im Prinzip nicht. Korridor brauchen wir aber nochmal. Safe Design ist in GL. Wir hoffen mal not fail. Und bauen es dann auch mal. Und guten Abend, Sancho. Schön, dass du da bist. Sorry, dass ich das jetzt bemerke. Hoffe, dir geht's gut. Hoffe, bei dir ist alles okay. Dragon Rider. Könnten wir dort bauen.
Repair please, yes, and repair please. And repair please, yes. Genau, weil unsere beiden Schiffchen hier sind, unsere alle Schiffe haben hier ziemlich gelitten. Das war schon arg. Genau, der hier könnte eigentlich mal. Nein! Defenses. Kriegen wir da. Wie erhöhen wir denn. Wie erhöhen wir denn die Dings? Okay. Ah, okay, wir müssen es einfach insgesamt mal erhöhen. Hoffentlich nicht Failure, Bison. So, genau, wir müssen jetzt. Genau, das Boarding. Oh. Habe ich da schon? Genau, hier ist ein Spy. Few City. Was ist das denn? Ist das ein. Das ist ein Drache, glaube ich. Oh, und die bauen gerade richtig fies viele Türme. Shit. Ja, mir geht's auch gut. Das wäre natürlich unpraktisch, eventuell. Schicken wir hier noch einen Spy hin. Und das an. Okay, da gibt es hier diese drei Schiffe. So. Und diese hier dürfen dann nämlich hier mal drüber. Genau, sollen wir hier zusammen hinbewegen. Oh, ah, shit. Okay, da sind schon wieder Raiders. Oh. Die Kanonen schießen gut. Ah, sie haben was zu getroffen. Ah! So viel zu Aerial Pirates. Ah, verdammt. Da oben waren sie halt echt gut treffbar. Okay, ich glaube, die waren mal. Schön. So, dann ist auch unser Schiff hier gleich. Die sind alle ein bisschen zu schnell, muss ich zugeben. Und Sancho, vielen Dank nochmal für die Stimme. So. Was? Victory? Ach, die haben aufgegeben. Ha! Schweine. So, und. Build Dragon Rider. Einfach weil geht! Einfach weil geht! So, und wie sieht denn bei denen gerade die Stadt aus? Ich glaube, da bräuchte man echt noch ein bisschen bessere Ausrüstung. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mit denen hier hin. Ich glaube, die hatten es nicht ganz so geil. Schon wieder.
Ha. So, komm, treff die. Ah, brennt. Getroffen. Die Türme sind halt echt gut mit so Kanonierarbeiten. Die können halt echt aus verdammt weiter Entfernung rumballern. Ah, so viel dazu. Ist auch gleich vorbei. Disarmed. Schön. Und dann probieren wir es doch mal hier. Okay. Warte mal, move. Bitte hierhin. Beste Position. Das kann dahin. Das ist schon okay. Das kann ich höher. Und ich würde sagen, dann fangen wir doch mal an. Was zur Hölle ging da denn ab? Ich glaube, unser... Und vielen Dank, Snacky. Vielen, vielen Dank für die Stimme. Bison, ich würde sagen, damit ist der Failure total aufgehoben. Sondern unsere Phalanx GL war jetzt einfach mal ziemlich Bombe. Die hat einfach innerhalb von Sekunde einfach mal eine Salve abgelassen. Bratz in die drei Schiffe rein. Und dann war Ende damit, okay? Sense. Das war schon richtig gut. Genau, so. Wir holen uns jetzt das mit dem Gentle. So, und die bauen jetzt bitte nochmal das Teil. Das ist schon ziemlich gut. Buildship. Ah, da können die gar noch gar nicht so viel. Okay, dann sollen die dann damit warten. Muss erstmal Gold zusammensammeln. Die kriegen sich ja eh untereinander. Gleich haben wir hier auch den Gentle Takeover durch. Sollten wir hier nochmal bei den Defenses Dinge fixen. So, das hat noch gar nichts. Okay, das heißt Building auch wieder. Dann stellen wir mal wieder den Keep of Crows, eigentlich ziemlich gut gewesen. Ja, hier. So, Building. Ja, komm, wir bauen noch mal so ein zweites Ding. Jo, dann schlaf mal gut, Sancho, und schön, dass du da warst. Bis bald. Ich bin nicht sicher, ob die Fail da immer noch siegen würde, weil sie ist ja schon... dein Schiff ist ja schon stark gewesen. Und da droppt das. Aber das Spiel ist schon geil. Das Spiel ist super. Ja, das ist wohl wahr. Grounded. Und kaputt. Oh, die bauen ordentlich Dinge hier. Das wird arg, die zu übernehmen.
Können ja einfach mal. Na, ich speichere mal eben. Und überfallen jetzt mal die Piraten, weil die gehen mir schon so ziemlich auf die Nüsse. Genau. Und dann schauen wir mal. So, ihr geht mal alle da in den Nahkampf ran. Was boardet? Bist du blöd? Fuck. Wir haben kaum noch Kohle damit. Shit, wir haben unser Schiff übernehmen lassen. Das heißt, jetzt müssen wir selber runterschießen. Ich hatte nicht drauf dran gedacht, dass die scheiß Piraten natürlich Boarding-Einheiten haben. Was? Ich glaube, dass wir haben auch hier dieses Schiff jetzt verloren. Können wir noch fliehen? Fuck. Laden, dankeschön. Upsala. Das kann ja wohl nicht sein. Es hat natürlich jetzt keiner gesehen, dass ich da jetzt den Spielstand wieder geladen habe. Hat niemand gesehen. Na? Niemand hat das gesehen. So. Nein, das ist jetzt schon wieder boarded. Ich muss andere Schiffe hierher holen. Und vor allem wäre mir halt echt lieb gewesen, wenn ihr zuerst das hier gekillt hättet. So, können wir bitte zuerst das hier machen? Das wäre total Premium. So, okay.
Dann könnten wir uns mal bitte das hier kümmern. Dankeschön. Das hier. Da, out of ammo, out of coal. Oh shit. Das wird jetzt einfach mal direkt gegroundet. Genau, du setzt dich bitte hier so drauf. Und dann wird das schon reichen. Yay! Ah, gut. Jetzt haben Gott sei Dank meine Truppen an dem einen, auf dem einen Schiff doch irgendwie die Piraten besiegt. Das heißt, war alles kein Problem. Können wir kurz auch speichern. So, da wird gebaut, hier wird dann jetzt, oh ja, hier kann ich eigentlich auch mal bauen, Build Chip. Die Solomon Gomorra könnte ich bauen, ist ein bisschen eigentlich schlecht. Entschuldigung. Build Chip. Belial können wir uns nicht ganz leisten. Können wir uns das leisten? Genau, jetzt können wir uns das leisten. Wir müssen mal uns hier rum kümmern. Das wird tatsächlich jetzt auch nochmal ein schwieriger Kampf. Was haben wir hier? Diese Bomber mit Kanone. Und diese Viecher, die halt so weit schießen können. Müssen schauen, ob wir irgendwie tatsächlich irgendwie so ein tatsächlich so ein Bomberträger-Schiff mal kreieren könnten. Und als Waffen gibt's dann halt die Bomben. Dazwischen gibt es dann Firepoints. Cold Store. Achso. Cold Store. Cold Store. So, und dann noch Munition. Und damit das Ganze funktioniert, brauchen wir natürlich noch eine Brücke. Quarters. Propeller wären natürlich noch gut. Wir brauchen definitiv mehr Quarters. Haben wir. Damit haben wir jetzt genug. Supply sollten wir auch noch ran schaffen. Anscheinend haben wir nur die Wooden Supply Hatch. Was okay ist.
4 Stück. Und dann Corridors. So. Dann natürlich Service Ceiling ist jetzt gerade auch so nur noch 142 Meter. Das ist gar nicht so gut. Da würde ich tatsächlich gerne nochmal irgendwie ein paar Meter drauf geben. Kostet das Ding auch schon wieder 3000. Und ist ziemlich teuer. Ich glaube, das kaufe ich mir dann mal beim nächsten Mal, wenn ich kann. Genau, dazwischen packen wir mal die Struts. Safe Design. Encroacher. GTL. Bummer. Total kreativer Name, ich weiß. Furchtbar. So, jetzt muss ich irgendwie auf Geld hoffen. Kann man auf Fast stellen. A group of brigands. Ist natürlich nicht so geil, weil die tatsächlich an meinem Ersparten rumtun. So. Aber Build Ship. Können das jetzt mal bauen. So testweise, hoffentlich lohnt sich das. Und dann speichern wir hier. Und greifen mal die hier an. Es kann nämlich nur eine Verbindung zum unteren Bombendeck. Single Point of Failure. Wird tatsächlich vermutlich total gut sein, dass ich das so habe. So. Wir sind auf jeden Fall auch schon mal unsere, die Phalanx, die ist nicht auf längere Kämpfe ausgelegt. Gut, wunderbar. Hat sich das erledigt und schön ist, dadurch sind auch die Briganten sofort in ihrer Bewegung gestoppt worden. Die sind gerade am Bauen. Das soll bitte so hoch wie möglich. Dankeschön. Hat uns zu viel gekostet. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir zu viele Schiffe, dass es einfach zu teuer ist. Speichern wir das noch kurz an Invasion ab, weil gleich ist ja unser Bomber hier fertig. Und dann schauen wir mal, dass wir die hier nach dahin bewegen, die auch nach dahin bewegen und dann gemeinsam hier reingehen. So. Dankeschön. Das gesamte alles da rein. So,
Attacke. Ja, wir schmeißen ja jetzt doch ziemlich alles, was wir haben, auf die hier und genau. Wie möglich die hier. Kann ein bisschen so setzen. Dann bin ich jetzt schon gespannt. So. Genau. Du. Der Drachenreiter, sollen wir doch bitte irgendwie hier so hingehen. Ich will mal wissen, was passiert. Unsere Bomber da oben werden ziemlich arg weggehauen. Und shit, die rammen sich alle gegenseitig. Das gibt's halt nicht. Oh, okay. Okay, hat auch so funktioniert. So, dann bewegen wir die alle bitte wieder hier hin und kämpfen uns dann mal in die Richtung. Weil die haben sich nämlich jetzt auch so zu einer großen Macht vereinigt bisher schon. Und das ist jetzt nicht so gut. Da, Repair, Repair und Repair, please. So, muss man sonst auch nichts mal reparieren. Schön. Build Ships. Die Dragon GL. Ich warte eigentlich nochmal, bis ich nochmal die Phalanx bauen kann, weil die eigentlich ganz gut. Oh, okay. Move. Shit, natürlich zu spät. Was haben die denn da? Haben die Bomben? Hä? Wohin fliegt das Ding? Fliegt es da halt hin, weil... Ich glaube, es ist halt tatsächlich dahin geflogen, weil es hier die Schwachstelle hat. Shit. Haben wir doch irgendwas, was wir... Wir haben jetzt nichts mehr, um uns zu verteidigen, ne? Ja, ich habe mit dem Träger ein bisschen selber noch ein bisschen in der Gegend rumgerammt. Das Spiel ist aber übrigens auch schon seit einer ganzen Weile in Early Access. Das... Ich glaube, so ein Jahr oder so. Mindestens. Das kann echt lange in der Luft bleiben. Es nimmt halt einzeln unsere Dings auseinander.
So. Und genau, kurz danach kommen wir an und fangen direkt so an. Ach so, ja. Hm. Haben wir es jetzt dann gleich erledigt? Cool. Dann vielen Dank auch schon mal. Komm, schieß das Scheißding runter. Ach so, das hat sich gedreht, deswegen. Am fliegenden Stein hängen geblieben. Die Volltrottel. Ja, 10.000 ist ein bisschen teuer. Das glaube ich, kann ich mir nicht so leisten. Das ist korrekt. Ich könnte ja auch nochmal den großen Landstrider bauen. So. Der Hund. Defenses. Irgendwas. Repair, 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 repair. Dankeschön. Und build building. Keep of Crows. Dankeschön. Das ist echt, echt beschissen, dass unsere Dings da ständig so langsam sind. Komm, wir können ja eh... Der Viceroy mit der Kettensäge. Warte, der hat unseren Turm gebordert. Schweine. Und dann sind wir da. Und das da kommt mal bitte hier hin. Das da kommt. Warte. Das da kommt. Hier so hin. Das da kommt bitte hier hin. Darf dann knapp dahinter. Das hier. Das. Da. Das. So hin. Das dann dahin. Die ersten Befehle werden dann erstmal sein. In. So. Das hier soll sich bitte mal hierüber bewegen. Genau, wir können voll die Slow-Mo-Time machen. Ist total geil. Und die hier können sich dann auch mal irgendwie so rüber bewegen. Da droppt dann ganz viel Bombengedödel runter.
Dragon Rider. Okay. Gentle Takeover. Ihr sollt mir nicht meine Schiffe wegnehmen. Ihr sollt mir nicht meine Städte wegnehmen. Könnt ihr das bitte endlich verstehen? Dankeschön. Repair. Und Build Keep of Crows. Auch nochmal irgendwie so hinstellen. So, und damit. Genau, Friendly Fire gibt es tatsächlich nicht. Das ist sehr gut. So, jetzt kommt die große Invasion, weil wir gehen jetzt nach Saure. Wow. Okay, das wird jetzt. Okay. Also, du da. Du hier, du da. Hier. Du irgendwie dahin. Und dann werden wir Spaß haben. So, auch erstmal Viertel Zeit laufen lassen, bitte. Du dann bitte dahin. Du bitte hierhin. Du bitte hier so hin. Und wir kämpfen bitte alle gegen das hier. Smal. So gut, ey. Richtig geile Schlachten. Und der Drache darf jetzt gleich hier mal gegen den Turm hier vorgehen. Genau, hier funktioniert auch noch alles. Wenn hier aber doch leider echt gut zerballert. Kein Wasser mehr. Na, ist nicht gut. Wir haben da oben zu wenig Wasser drin gehabt. Shit. Das Ding muss sich zurückziehen. Komm, was zurück. Du kannst zurück. Komm hoch da. Und dann Rückzug. So. Der Kampf dauert halt echt schon viel zu lange.
Und die hier haben keine Munition mehr. Ich lande die jetzt erstmal. Ach so, die können sich schon nicht mehr bewegen. Das ist natürlich sehr unpraktisch. Unser Drachenfuzzi. Den könnten wir mal näher hier so hinstellen. Nein, unser Drache. Es kann leider nicht höher. Es kann auch leider nicht nach vorne. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir können nur hoffen, dass hier... Nein, das hat leider aufgehört zu brennen. Unser Turm aus Waffen ist leider hauptsächlich leer. Das hier schießt noch, das hier schießt noch. Und aus irgendwelchen Gründen treibt es nach hinten. Achso, die haben eh keine Kohle mehr. Ich glaube, ja, wir haben jetzt auch keine Munition mehr. Ne? Keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Der hat auch keine Munition mehr. Auch keine Munition mehr. Ach, warte, der hier hat noch. Victory? Victory! Wie gut. Wir haben gewonnen. Gentle. Ja, aber hier haben wir echt paar viele Schiffe verloren. Das ist leider nicht so cool gewesen. Defenses. Repair this shit, and move this shit. So. Dankeschön. Repair this. Build some buildings, yes. Und... Build Airship. Da hätte ich gerne nochmal so eine Phalanx. Das wäre super Premium. Okay. Das heißt, wir nähern uns jetzt damit dem Ende. Team ist 3. So, im Sinne von Towns. Okay. Mal schauen, wie gut das jetzt funktioniert. Schon wieder so Grounding Part. Was? Die rammen meine Gebäude? Sind die blöd?
Ein bisschen finde ich es tatsächlich gut, wenn ich solche Dinge skippen kann, weil für mich ist es jetzt total langweilig. Ich kann ja eigentlich nichts machen an dem Kampf. Okay, die sind jetzt gegroundet beide und das heißt eigentlich habe ich gewonnen. Wunderbar. Vielen Dank dafür oder so. Repair, 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 repair. Dankeschön. Und build building. Dann baue ich einfach hier nochmal so und Crow's Dings hin. Okay, warte, jetzt muss ich mal hier wieder auf normale Zeit stellen. Und hier reinschauen. Okay, die haben gar nicht mal so viel. Hat jetzt irgendwie hier so ein komisches Ding da. Und das haben die da. Und was ist hier? Hier sind Türme. Teure Türme. Und hier wird gerade sogar was gebaut. Mit 12% Chance können wir das sogar zerstören. Dann probieren wir das doch mal, während wir hier dann auch noch Buildship nochmal so, nicht eine Bilial, aber eine Phalanx Dings bauen. Dankeschön. Und was haben wir sonst hier? Der Fragment of GG Bomber. Können wir das bitte irgendwie reparieren? Dieses Fragment, das ist schon irgendwie witzlos. Okay, allgemein war der Bomber nicht so ganz so geil. Aber nur ja. Fällt gerade auf, dass ich echt viel Zeit hier in dem Spiel versenkt habe bisher. Okay, dann machen wir es jetzt so. Anstatt dass wir jetzt hier noch weitermachen, gehen wir jetzt tatsächlich dazu über. Warte. So. Tryen das jetzt hier so. Genau, T-3. Ja. Überschreiben wir jetzt. Und jetzt wechseln wir rüber zu Deceit. Bevor die Leute aufhören zu spielen. Das wäre total schade. Auf jeden Fall. Mir hat es sehr gefallen. Ich finde Spiel total geil. Ich hoffe, ihr fandet es auch geil. Und ja, falls ihr es auch haben wollt, wie gesagt, 14,99 am Steam Store. Steam Link hatte ich ja. Kicks. Schluck auf. Immer dieser Schluck auf. Ist hier nochmal der Steam Link. Und genau, es lohnt sich. Ist ein Indie-Entwickler aus der Schweiz. Der David Stark. Und genau. Finde ich sehr unterstützenswert, den jungen Herrn, der gar nicht mehr so jung ist. Genau. So.